Sie können es kaum noch erwarten. 40.000 Läuferinnen und Läufer harren aus auf der Straße des 17. Juni in Berlin, weil sie darauf hoffen, dass es endlich mal losgeht mit dem 41. Berlin-Marathon. Und damit schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum schnellsten Marathon der Welt. Um nochmal zu zeigen, was so besonders ist an diesem Berlin-Marathon, reicht ein kleiner Blick zurück ins vergangene Jahr 2013, als tatsächlich der Kenianer Wilson Kipsang Weltrekord lief, Weltbestzeit in 2 Stunden, 3 Minuten und 23 Sekunden. Wilson Kipsang jubelte und Berlin jubelte natürlich auch, denn das mögen sie hier. 8.45 Uhr fällt der Startschuss für die Läufer. Das ist in ein paar Minuten. Wir müssen uns also beeilen. Und wer schießt? Katharina Witt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ziemlich früh muss ich schießen heute. Bisschen früh aufgestanden, aber ich nehme an, es lohnt sich. Ah, total. Wie viele anderen, wie Tausende natürlich. Wenn man sich hier umschaut, absoluter Wahnsinn. 40.000 stehen hier und warten darauf, dass Sie den Startschuss geben. Ja, das ist schön, ne, dass man die Verantwortung hat. Aber es ist vor allen Dingen eine super Stimmung und alle sind gut drauf und stehen in den Startlöchern und möchten, glaube ich, am liebsten schon mal losdonnern. Können Sie danach erfinden, was in denen vorgeht? Ja, naja, nicht so, weil das ist doch eine sehr lange Strecke. Also da muss man sich schon gut vorbereiten. Das ist anders als bei mir auf dem Eis, wo man sich auch vorbereiten muss. Aber ich glaube, das ist ja einfach auch ein super Teamgefühl, als Mannschaft mit allen gemeinsam diesen Marathon zu schaffen. Das ist einfach was total Sportliches und was auch zusammenschweißt und viele schöne Erinnerungen mit nach Hause genommen werden. Gut, dann dürfen wir nicht lange quatschen, sonst kriegen wir Ärger hier mit den 40.000, die nur auf Sie warten. Also ab auf die Position. Aber nur, damit ich schnell schieße. Aufs Podest, da vorne 100 Meter entfernt. Hopp, hopp. Und wir gucken auf eine der Neuentdeckungen bei den deutschen Frauen. Tim Tonner hat sie getroffen. Und Achtung, liebe Zuschauer, auch wenn es noch früh am Morgen ist, akute Verwechslungsgefahr. Gestatten Anna-Lisa, beziehungsweise natürlich Lisa und Anna. Die Hana-Zwillinge, das dynamische Duo des deutschen Marathons, checkt die schnelle Strecke durch die Hauptstadt. Ich glaube, in knapp zweieinhalb Stunden so viel mitzubekommen zu Fuß, das schaffen nicht viele. Von daher, das wird Sightseeing im Schnelldurchgang. Anna läuft und Lisa feuert nach einer Verletzung dieses Mal an. Es gibt mir so viel Kraft und Energie, wenn ich ihr dann einmal in die Augen blicke und sie mich anschaut, weiß sie, wie ich mich fühle und sie schickt mir all ihre Energie. Also ich habe das Gefühl, ich laufe mit der Energie von zwei Läuferinnen. Für mich ist es so ein anderes Gefühl, als wenn ich selbst laufe, aber genauso Aufregung und Vorfreude auf den Tag. Vor 2 Jahren hatte Anna bereits einen tollen Tag in Berlin. Auf Platz 8 kam sie als beste Deutsche ins Ziel. Vergangenes Jahr dann in Frankfurt Annas bislang schnellstes Rennen und ihr einziger Marathon, bei dem sie gemeinsam mit Lisa an den Start ging. Jetzt soll die 16 Minuten jüngere Lisa der 2 cm kleineren Anna helfen, ihre Bestzeit von 2 Stunden, 27 Minuten und 55 Sekunden zu unterbieten. Ich fühle mich körperlich als auch mental topfit vorbereitet. Und Berlin ist eine super schnelle Strecke, super Stimmung, die Zuschauer sind grandios. Also da wird am Sonntag die Bestzeit fallen für mich. Mit der doppelten Frauenpower aus dem Hause Hana kann da ja wohl kaum etwas schiefgehen. Und einmal Frauenpower steht jetzt bei uns. Lisa, Anna, Lisa, Anna. Es kann eigentlich nur Lisa sein, oder? Genau, die Anna läuft jetzt gleich. Okay, schön, dass Sie hier sind. Wir haben gerade gehört, Sie werden sie begleiten. Wie? Ja, ich werde am Rad dabei sein und ihr alle 5 Kilometer die Wasserflasche anreichen, damit sie genügend Trinkzeug hat. Und dann werde ich sehen und ihr in die Augen schauen und sehen, wie es ihr geht. Und da wissen Sie schon Bescheid, ne? Keiner kennt Sie so gut wie Sie. Es ist ja immer so eine Sache, vor einem Marathon, gut essen, gut schlafen. Wie ist Ihr Eindruck? Hat alles gut geklappt? Top, top. Also die Anna hat super geschlafen. Um 4:45 ging der Wecker und dann Frühstück, gut gefrühstückt, hat ihr alles geschmeckt und sie ist heiß drauf, jetzt an den Start zu gehen und loszulegen. Annas Bestzeit liegt bei 2 Stunden, 27:55. Kann sie das unterbieten? Ja. Okay, das nehmen wir mal so. Würde sie das unterbieten, dann wäre sie vielleicht auch die beste Europäerin heute, wenn sie eine gute Zeit läuft. Also hier vorne werden Rekorde gelaufen, Bestleistung, vielleicht ja sogar ein Weltrekord heute. Weiter hinten im Starterfeld, da geht es natürlich auch um Bestleistung und auch um Zeiten, aber es geht vor allem auch um Spaß. Christian Dexner.
Ja, Jesse und liebe Zuschauer, natürlich geht es hier um Spaß, aber es ist natürlich auch hier ein wichtiger sportlicher Wettkampf. Viele Debütanten hier und einer ist hier hinten, den möchte ich Ihnen mal zeigen, wie der vor 2 Jahren noch gelaufen ist. Da ist er nämlich da vorne gelaufen und war der beste Deutsche. Jan Fitschen, hier sehen wir ihn, 2:13 damals seine Zeit. Und wegen ein paar Verletzungen jetzt aktuell nicht in Topform, läuft er hinten mit. Jan, herzlich willkommen, guten Morgen. Ja, eben schon hier im Gespräch gewesen mit den vielen Läufern. Was versprechen Sie sich von dem Tag heute? Ja, ist eine ganz andere Perspektive jetzt natürlich für mich, völlig ungewohnt. Aber die Stimmung hier hinten ist richtig cool. Also, dass direkt vor dem Start unter den Athleten nochmal Gummibärchen verteilt werden, das habe ich auch noch nicht erlebt. Dann wird sogar nochmal ein Butterbrot ausgepackt und hier vor dem Start direkt gefuttert. Eine ganz spannende Geschichte, ganz neue Erfahrung für mich. Gut, Jan, vielen Dank. Wir melden uns gleich nochmal von hier vom Start. Bis Jan startet, dauert es aber noch ein bisschen. Die Elite startet jetzt. Also, viel Spaß beim Rennen mit Ralf Scholz und Dieter Baumann. Einen wunderschönen guten Morgen auch von unserer Stelle mit dem Blick auf noch einmal die Startgruppe, die ein bisschen luftiger stehen darf. Ganz vorne die Top-Läuferinnen und Läufer und daraus entwickelt sich dann Richtung Brandenburger Tor. Das große Feld hier in der Mitte, das soll die schnellste Frau sein, Shelaine Flanagan, die Amerikanerin. Und Anna, da haben wir sie, Anna Hana. Jetzt macht sie doch einen etwas angespannten Eindruck, versucht aber das zu beherzigen, was sie sich vorgenommen hat, nämlich mit 7 Liedern durch den Marathon. Erstmal lässt sie sich natürlich hier vom Publikum feiern. Sie sehen, die will los, die will unbedingt auf die Strecke. Und das ist Shelaine Flanagan aus einer marathonverrückten Familie. Ihre Mutter hat Anfang der 70er Jahre die Weltbestzeit im Marathon gehalten. Sie will jetzt hier amerikanischen Rekord laufen, hat sich akribisch vorbereitet. Und dann schauen wir noch hier auf Tsegaye, die Äthiopierin, die ebenfalls ganz vorne erwartet wird. Und damit sage ich auch hallo und herzlich willkommen zu meinem Laufexperten Dieter Baumann. Dieter, wenn wir so den ersten Blick werfen auf die Frauen, die wir gesehen haben und nochmal das Feld hier genießen, die Vorstadtspannung bei dir auch spürbar oder kannst du das jetzt relaxed entgegennehmen, wenn wir hier nochmal den Blick auf die Top-Favoriten werfen? Ja, zunächst mal einen schönen guten Morgen. Also ich kann das total relaxed anschauen. Ich bin weit weg sozusagen. Wir sitzen hier ja schön geschützt. Ich kann mich natürlich zurückerinnern. Ich meine, wenn man da steht, dann ist die Anspannung sehr groß für die Athleten. Auch natürlich immer dieses Präsentieren. Viele mögen das gar nicht, weil viele wollen sich eigentlich mehr konzentrieren. Nochmal kurz ein Show. Die jungen Leute heute sind es mehr gewohnt. Ich hätte so ein Theater wahrscheinlich gar nicht mitgemacht. So ändern sich die Zeiten. Und dann lass uns noch einen Blick werfen auf diesen jungen Mann hier. Der ist eigentlich super schüchtern. Dennis Kimetto, wenn man mit ihm spricht, muss man sehr genau hinhören. Aber das ist ein Mann, der hat Power in den Beinen. Und den erwarten wir sehr, sehr weit vorne. Da steht seine persönliche Bestleistung. Und die ist nur schlappe 20 Sekunden langsamer als der Weltrekord, der hier im letzten Jahr aufgestellt wurde. Aber Sie sehen das auch schon, der schaut sich ein bisschen nach rechts und links um und weiß gar nicht so recht, wie ihm geschieht da vorne. Ja, das ist für ihn eine völlig andere Situation, schwierige Situation. Hier ist Falk Czepinski, der aus deutscher Sicht laufen wird, im Bereich 2:14, 2:15, kurz eingeblendet gesehen. Aber jetzt geht's los, ich würde sagen, jetzt freuen wir uns mal. Auf den Start. Der noch regierende Klaus Wowereit, Bürgermeister von Berlin. Alle mit dem Griff ans Handgelenk. Auch die Spendenstaffel ist dabei. Und dann kann es gleich losgehen. Auch Dieter Baumann hat den Läuferreflex. Schaut auf die Uhr. Geht es pünktlich ab? Ein paar Sekunden haben wir noch. Ein bisschen wehmütig schaut er rein, Klaus Wowereit. Ende des Jahres, im Dezember, tritt er ab. Die Suche nach dem Nächsten ist in vollem Gange, aber das ist Lokalpolitik. Jetzt geht's mit der Masse der Top-Läuferinnen und Läufer los. Erste Startwelle rollt, aber das Feld ist so grandios besetzt, dass wir wirklich ein enorm spannendes Rennen erwarten. Das ist der erste Zielpunkt, die Siegessäule, darauf geht's zu. In den schwarz-weißen Trikots vorne, das sind die Tempomacher, die also heute die wichtige
und komplizierte Aufgabe haben, das Tempo so zu gestalten, dass dahinter ein Weltklasse-Ergebnis zustande kommen kann. Aber vielleicht, das darf man sagen, also nicht alle Tempomacher sind jetzt für eine Gruppe, für einen Läufer zuständig. Das ist auch nicht mehr erlaubt. Man darf also die Spitzenleute den Weltrekord nur noch mit 3 Tempomachern begleiten. Also jetzt wird sich das im ersten Kilometer sozusagen aufsortieren in unterschiedlichen Gruppen. Also vorne Weltrekord ist klar, dann dahinter gibt es gestaffelt unterschiedliche Zielzeiten und so gibt es 3, 4 Gruppen, wo sich die Top-Leute einsortieren können. Aber wir sind natürlich erstmal gespannt, wie schnell die erste Gruppe läuft. Das ist ein langer Prozess logischerweise, knapp über 2 Stunden. Das entwickelt sich, deshalb schauen wir gleich auch mal darauf, wie sich die Favoriten verhalten, wenn es hier auf den Kreisverkehr rund um die Siegessäule zugeht. Dann geht es aber im Prinzip noch weiter geradeaus, weiter Richtung Westen. Noch ein Wort zum Wetter, Dieter. Es ist kalt heute Morgen, 8, 9 Grad, mehr nicht, sonnig. Grandioses Wetter, um es mal ganz klar zu sagen. Kein Wind. Also es ist unglaublich gut. Also es ist gerichtet sozusagen, hergerichtet mal wieder für Berlin. Das muss man einfach sagen, hier sind... Aus dem Grund werden hier auch schnelle Zeiten gelaufen. Es sind fantastische Bedingungen, auch für diese Leute jetzt. Für die vielen, vielen Tausend, die hier alle laufen. Auch hier im Freizeitbereich werden nirgendwo so schnelle Zeiten gelaufen wie in Berlin. Dann schauen wir mal, während wir hier noch den Blick auf die erste Startgruppe werfen. Die anderen stehen noch, entledigen sich ihrer kühlen, wärmenden Kleidung. Ein Blick auf die Startliste. Die Nummer 1 bleibt frei, denn die ist traditionell reserviert für den Vorjahressieger, der hier nicht am Start ist. Dann Dennis Kimeto, Emmanuel Mutai und Tsegaye Kebede. Das sind die 3 vermeintlichen Favoriten. Aber das ist ja hier so ein Rennen auf der Temporasierklinge. Da ist ein echter Favorit, gerade bei dieser Häufung von Topläufern, kaum auszumachen. Ja, und eben auf die Gruppen noch mal zu kommen. Die Einsortierung ist dann ganz, ganz wichtig. Aber hier ein Blick auf die Frauen. Ja, ebenfalls die Vorjahressiegerin nicht dabei. Wir haben es gesagt, die beiden Äthiopierinnen, Tadesse und Tsegaye. Und dann Shelaine Flanagan, auf die Amerikanerin bin ich wirklich gespannt. Mit der F, also für Frauen 4. Dazu Anna Hana, die wir natürlich uns besonders anschauen wollen. Und während die einen schon laufen, warten die anderen noch auf ihre Start. Freigabe, das wird sich hier noch 20 Minuten lang hinziehen, bis dieser sehr, sehr große Pulk an Läuferinnen und Läufer sich auf den Weg gemacht hat. Vielleicht für die Zuschauer, die nicht so im Laufen drin sind, es wird hier ein Blockstart gestartet. Also das heißt, man kann natürlich nicht alle gleichzeitig loslaufen lassen. Und so entzerrt man dieses ganz große Feld in unterschiedliche Blöcke, die dann auch neu starten. Und wir haben ja eine Messtechnik, die das erlaubt. Das heißt, für alle Läufer ist es dann so, dass man eine Nettozeit hat. In dem Moment, wo sie über den Start laufen, löst es die Zeit aus und jeder hat seine Nettozeit. Und deswegen sind die auch alle so entspannt und so locker und so gut drauf, weil wenn das nicht so wäre, dann hätte der, wo ganz hinten startet, 20 Minuten länger und da wäre er nicht so happy. Und das ist auch das Schöne. Von den Weltelite-Läufen wie hier Kimeto bis zum Freizeitläufer, der 6 Stunden läuft, alle in einem Rennen, alle an einer Startlinie, alle ein gemeinsames Gefühl. Es ist einzigartig, keine Sportart kann das so bieten und ich glaube, das macht auch das Laufen aus. Wobei tatsächlich sehen die ganzen Hobby- und engagierten Hobbyathleten ja die Topläufer nicht wirklich in diesem Rennen, weil die stehen vorne und dann sind sie halt weg. Es ist kein Punkt, wo man sich begegnet auf dieser Strecke. Aber eine Szene, Dieter, habe ich heute Morgen erlebt und es war wirklich großartig. Als nämlich die Top-Läuferinnen und Läufer, auch Shelaine Flanagan, die wir hier in der Mitte sehen, zum Start kamen, mit einem Spalier sind sie begleitet worden, hier durch den Tiergarten durch. Und alle Hobbyläuferinnen und Läufer haben applaudiert und haben da einen großartigen Empfang bereitet für die Top-Läuferinnen und Läufer. Es geht immer um das Gefühl. Und absolut. Alle haben das Gefühl, wir sind in einem Rennen. Und ich glaube, um das geht es. Da muss man sich nicht sehen. Also, Shelaine Flanagan, die war die Erste, die heute Morgen noch vor uns, Dieter, um kurz nach 7, also über 1,5 Stunden vor dem Rennen schon an Start und Ziel war. Ist das jetzt ein Zeichen für äußerst professionelle Vorbereitung oder für zu große Nervosität?
Ich sag dazu immer nur Kaffeesatz lesen. Also es ist vollkommen Unsinn, hier was rein zu interpretieren. Der eine Athlet, der ist hibbelig, der muss shakern, der muss lachen, der muss mit tausend Menschen reden. Und dann gibt es eben Athleten, die sind ganz leise, die sind mehr in sich gekehrt. Alles Spekulation. Jetzt kommt die Wahrheit und die ist 2 Stunden und für die Frauen 2:30 lang, für die Männer hier 2 Stunden knapp lang, und dann werden wir bei Kilometer 35 Vorentscheidungen sehen. Vorher ist es schwierig. Vorher ist es für uns schwierig und auch für die Jungs hier schwierig. Und vielleicht ein Satz noch um die Top-Favoriten, die 3, die du genannt hast. Die haben eine schwierige Situation, denn die müssen mit den Tempomachern mit. Alle anderen können sie erstmal zurückhalten, können auch in der 2. Gruppe sein. Und wenn du vorne natürlich überpeitscht, dann fällst du hinten raus, kannst das Tempo nicht halten. Und das ist ja auch die spannende Situation. Wer läuft eigentlich dann ab Kilometer 30 von hinten nach vorne? Absolut. Und auch zum Sortieren, die 3, die da vorne weglaufen in diesen schwarz-weißen, ein wenig an Schiedsrichter aus den Football erinnernden Läufer, auch absolute Weltklasse-Läufer, weil sonst wird das ja nicht aufgehen. Ja, die müssen so brutal schnell laufen. Hier der Blick auf die Gruppe um Anna Hahner. Die ist da gut eingepackt und davor mit dem Mann in diesem weiß-schwarz gestreiften Trikot mit der gelben Sonnenbrille. Das ist Hermann Achmüller, ein Südtiroler, der sehr oft sich schon in den Dienst der Frauen gestellt hat. So hier auch in den Dienst von Anna Hahner. Denn das ist ihr persönlicher Tempomacher. Und die Anna Hahner hat gleich 3 persönliche Tempomacher, nämlich Marcel Bräutigam, der in Köln Zweiter werden konnte. Das ist der Mann mit der 69, ein früherer Biathlet. Und dann haben sie vorneweg noch diesen Mann da mit der blauen Mütze. Der tritt sozusagen die Strecke davor platt, denn der hat Schuhgröße über 49 und sorgt dafür, dass Platz ist, ein Berliner mit Mike Wahlberg. Also die erste Sortierung hat stattgefunden, sieht erstmal von uns aus betrachtet nach einem sehr gut gelungenen Auftakt für Anna Hahner aus. Aber viel näher dran, nämlich auf dem Motorrad direkt nebenher fahrend, ist Jens-Jörg Krieg, und der kann das noch genauer beurteilen als wir. Bitte, Jens. Ja, das ist schön am heutigen Tag. Hallo erstmal von dieser Stelle. Es ist natürlich, dass wir eine der besten Voraussetzungen für einen Marathon hatten. Wir hatten hier mal 74,4 Grad. Wir hatten mal über 20 Grad. Das war 2006. Und ich würde sagen, heute ist es perfekt. Und Ralf, du hast es angesprochen. Die 3, das ist das Kommando Schneeflug um sie herum. Sie sieht wenig von der Stadt, denn die 3 Rücken sind ständig vor ihr, beziehungsweise umhüllen sie, schützen sie. Sie läuft in einem großen Pulk. Der Auftakt ist so, wie er besser nicht sein kann für die Anna. Das ist ja auch die Herausforderung, nicht nur für die Top-Läuferinnen und Läufer, nämlich am Anfang nicht zu überziehen, nicht durchzudrehen. Und Dieter, du hast einen ersten Blick auf das Tempo der Top-Gruppe geworfen. Der 2. Kilometer war schon mal gleich ein Ausreißer nach oben, aber richtig. Also es ist natürlich, für uns sieht es alles immer gleich aus, für den Zuschauer auch, aber das ist natürlich schon sehr unruhig. 2. Kilometer in 2:34. Ich meine, das muss man mal sich überlegen, was das bedeutet. 2:34 als Split-Time, 2. Kilometer. Jetzt sind sie ruhiger geworden, 3. Kilometer, dann 2:56 ruhiger in Anführungszeichen. Das ist Race-Pace, das ist das, was sie wollen. Sie sind im Rhythmus. Ich hoffe, sie bleiben so, weil so Ausschläge mit 2:40, 2:30 geht nicht. Ein erster Blick auf die Schönheiten der Hauptstadt, die sich natürlich auch heute wie das Schloss Bellevue in wunderbarem Glanz präsentieren. Denn das Wetter trägt natürlich dazu bei, dass die Hauptstadt heute wirklich grandios von oben aussehen wird. Auch das können wir Ihnen natürlich hier bei uns im Ersten anbieten, dass wir eine kleine Rundreise machen durch die Stadt. Die große Runde, die über 42 Kilometer, wollen wir Ihnen ganz kurz mal nahe bringen, damit Sie eine Idee gewinnen, falls Sie als Tourist oder als Interessierter schon mal in Berlin waren. Das erste Stück haben wir absolviert. Dann geht es Richtung Regierungsviertel, in Richtung Berlin-Mitte. Der Alex, hier als Fernsehturm bezeichnet,
Der wird umrundet, aber man sieht ihn nicht wirklich, wenn man läuft. Der östlichste Teil der Strecke ist hier erreicht. Denn weiter östlich würde es dann doch nicht mehr so flach dahin gehen, wie es hier dann in Richtung Schöneberg unterwegs ist. Halbmarathonstrecke auf einer langen, langen Gerade in Richtung Westen. Da kann man Tempo laufen, sehr ruhig laufen, keine Richtungsänderungen. Ein Vorteil dieser Strecke. Die grüne Lunge, der Platz am Wilden Eber dieses Marathons. Und dann wird es langsam ernst. Ab Kilometer 30, da wird dann wirklich sortiert, was die Spitzenleute angeht. Über den Kuhdamm geht es dann in Richtung Kilometer 35. Durch den Potsdamer Platz, durch die Hochhausschluchten hindurch. Und dann ist man eigentlich schon sehr nah, muss aber noch mal den kleinen Knick machen am Gendarmenmarkt entlang auf unter den Linden durchs Brandenburger Tor. Und dann sind wir auch schon da. Das Ganze liest sich wie ein kleiner Parforce-Ritt durch die Hauptstadt. Aber es ist dann doch eine ganz schöne Schleife. Also, lieber Ralf, so wie du das gerade gesagt hast, so hört sich das ganz nett an und auch ohne große Anstrengung. Aber für alle die, die da laufen, ist es ganz schön weit und für die auch ganz schön schnell. Die vorne haben nicht die Gelegenheit, da mal zuzugucken. Du bist ja beide schon gelaufen, nämlich einen leistungsorientierten Marathon und einen Marathon zum Marathonlaufen. Hat man wenigstens, wenn man Marathon läuft und nicht vorne so aufs Tempo drückt wie hier Shalane Flanagan und die besten Männer, ein bisschen Muße zu schauen? Also als Topathlet sowieso, ne, die sehen nichts, die sehen quasi ihre Mitläufer, die sehen ihre Split-Times, die achten natürlich auch auf in dem Moment Verpflegungsstellen, kriegen sie auch Anweisungen von den Coaches oder die Verpflegung überreichen. Also man ist da sehr fokussiert, also die Leute hier sind hoffentlich in einem Art Tunnel, manchmal macht er kurz auf und dann wieder zu. Also hoffentlich, weil wenn man das nicht ist, wenn man sich ablenken lässt, dann kostet es Energie und Energie heißt natürlich langsamer. Für die Freizeitläufer, das kommt jetzt drauf an. Also es gibt natürlich sehr viele ambitionierte Leute, die ihre Bestzeit laufen können. Und da meine ich nicht nur die, die da 3 Stunden knacken wollen, sondern für einen ist auch eine 4 Stunden eine Bestzeit und auch der muss sich konzentrieren. Auch der muss in sich gekehrt sein und das will der auch in dem Moment, die Läuferinnen oder Läufer. Und insofern glaube ich einfach, es kommt darauf an, wie man mit Motivation reingeht. Hier sehen wir den Falk, der hier auch kommuniziert, der ein bisschen breiter will. Man sieht es auch, die Gruppen müssen sich finden. Der Falk kennt die 2 Burschen nicht, da wird gestern kurz mal darüber philosophiert, wie schnell wird es. Und jetzt muss er hier einfach Kommunikation aufnehmen. Man sieht, ich würde sagen, sie sind noch nicht ein eingespieltes Team. Nicht, ne? Also wirklich nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm, aber das ist genau so eine Situation, was ich meine. Hier muss er sich immer wieder öffnen in seiner Konzentration. Er muss auf andere Dinge achten wie auf sich. Das kostet auf jeden Fall Energie. Heute Morgen habe ich seinen Vater noch kurz getroffen, Waldemar Schepinski. Für alle, die den Namen irgendwie schon mal gehört haben, in der Laufszene natürlich eine Legende, klar, 2-facher Olympiasieger. Der war sehr angespannt. Obwohl er gar nicht mehr so dicht an seinem Sohn, an Falk, dran ist, der auch ein bisschen versucht hat, sich zu emanzipieren. Aber wenn es dann Rennsonntag wird, dann ist doch wieder dieses Zurück in die Anspannung. Aber das ist ja normal. Nein, aber das ist ja normal. Ich glaube, das ist die Anspannung des Vaters. Ja, man ist immer Vater. Der ist dann immer der große Waldemar Schepinski, sondern er ist der Vater vom Falk. Und als Vater, glaube ich, ist man da nervös, ist man da drin. Und ich muss auch mal einen Satz zum Falk sagen. Ich finde es absolut irre, dass er sich eben aus dem Schatten, wenn man so will, auch emanzipiert hat. Das ist ja auch eine Leistung. Ja? Das ist ja auch, für, wenn man eben in seiner Familienkonstellation ist. Und wir haben ja heute bei den Frauen dieselbe Situation sozusagen. Ja, mit der Shalane Flanagan. Schön hier nochmal zu sehen, wie er die beiden da sortiert. Also nicht nur sein Leben und die Beziehung zu seinem Übervater, zumindest was das Laufen angeht, seinem Vater Waldemar. Oh, das ist aber hier eine schöne Situation. Hier werden ja Bremsen eingeschmissen in die erste Verpflegungsstelle hinein. Nicht ganz ideal gelöst, auch nicht von den Tempomachern, die da vorne ein bisschen überrascht wirken. Ja, absolut überrascht wirken. Und dann wie ein Bremsschuh da plötzlich vor der Spitzengruppe stehen. Aber natürlich ist die Ernährung, die hier an dieser Stelle individuell von jedem Einzelnen hingestellt werden kann, sehr wichtig, obwohl die meisten in diesen Anfangskilometern mit Wasser laufen. Gar nicht mehr, also da ist noch nicht jetzt irgendwas dazu oder dabei an Kohlenhydraten, Eiweiß oder was auch immer.
Hier geht es darum, Wasser aufzunehmen. Aber insgesamt, Dieter, auch hier noch eine Menge Unruhe. Die haben sich eben auch noch mal nach rechts und links auf der Straße sortiert. Chimetto immer gut zu erkennen, der etwas größere, aufgeschossene, längere Läufer da in der Mitte dieser Gruppe. Ein Satz zur Zwischenzeit, 14:42. Das ist natürlich im Rahmen 3 Sekunden vom Weltrekordtempo weg, aber unbedeutend. Einfach im Moment nur eine Einschätzung. Es ist schnell und warten wir mal ab, ob das so bleibt. Und wenn die Gruppe so lange so groß ist, dann ist einmal spannend, weil es eben ein Matchrace ist. Wer gewinnt das Ding eigentlich ganz am Ende? Wir hatten auch letztes Jahr eine sehr, sehr schnelle Zeit und es war trotzdem bis zum Schluss spannend. Vor allem durch den famosen Endspurt kann man eigentlich sein, die letzten 2 Kilometer. Und ich freue mich einfach, so eine große Gruppe sehr, sehr lang begleiten zu dürfen, denn dann ist es spannend und dann bleibt das Tempo auch hoch. Sehr schön zu sehen, die Anspannung hier in den Gesichtern. Chimetto wirkt ein bisschen locker, falls Sie noch Fragen zu speziellen Dingen haben. Wir geben uns Mühe, das ein oder andere zu beantworten. Auf www.sportschau.de können Sie den Marathon auch zusammen mit uns verfolgen. Unser Service ja schon seit langem in den unterschiedlichsten Sportarten, auch hier beim Berlin-Marathon. Hier werfen wir also noch mal einen Blick auf die Gruppe Anna Hahner. Die ist ganz schön angewachsen, denn das ist natürlich auch das Spezielle an diesen Gruppen. Da sind eben nicht nur die Top-Läuferinnen mit ihren Tempomachern unterwegs. Und da sieht man auch, dass die durchaus eine Schutzfunktion haben. Denn sonst geht so eine kleine zierliche Läuferin wie die Anna Hahner da durchaus mal unter im Feld der ambitionierten Hobbyathleten. Auch bei Anna wird noch diskutiert, aber hier geht es dann eher darum, ob sie da schon ihre Flasche nimmt oder nicht. Wie sie überhaupt diesen ersten Abschnitt des Laufs angeht, dazu haben wir sie gestern befragt. Bei den ersten 6 Kilometern, da hat man schon so viel Energie und Adrenalin, weil es halt losgeht. Da muss man gucken, dass ich in meinen Rhythmus reinkomme, in die Geschwindigkeit. Am Anfang nicht sich zu sehr pushen zu lassen, dass man einfach den Rhythmus findet und das Gefühl bekommt, seine Geschwindigkeit zu laufen. Ja, so stellt Anna Hahner sich das vor. Und ich habe schon gesagt, sie teilt sich das Laufen in Lieder ein. Anders Shalane Flanagan, die hier auch einen sehr konzentrierten und sortierten Eindruck macht. Sie hat das große Ziel und verzichtet dafür auf über 100.000 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen, meine Damen und Herren. Die könnte sie nämlich mehr verdienen, wenn sie in ihre Heimat in den USA an den Start gehen würde. Nur durch Startgelder und Prämien, die sie da erlaufen könnte. Aber sie hat gesagt, nein, ich will hier hin. Das ist hier die Strecke. Hier ist Geschwindigkeit angesagt. Ich will nach Berlin und nirgendwo anders hin. Ist seit über einer Woche in der Stadt und hat sich wirklich minutiös vorbereitet auf dieses Ding. Ihre Familie ist hier. Also da soll eine Menge zusammenpassen und bis jetzt, Dieter, passt es auch. Also Geschwindigkeit hat sie. Also sie läuft im Bereich 2:19, 2:19:10 Endzeit. Sie hat einen guten Rhythmus gefunden, eine schöne große Gruppe. Und vielleicht zur Information zu Anna Hahner noch. Sie ist bei 5 Kilometer durch auf 8. Platz. Auch in einer Zeit, Bestzeit, was sie sich vorgenommen hat. Also im Moment scheint ja alles gerichtet. Ein wunderbarer sonniger Vormittag in Berlin, falls Sie jetzt zu uns kommen. Der Berlin-Marathon ist schon unterwegs, also sagen wir mal, die meisten sind schon unterwegs. Aber der ein oder andere, Christian Dexner, der geht jetzt gleich erst auf die Reise und da wollen wir auch mal dabei sein im hinteren Teil des Feldes. Tja, ja genau, Ralf. Im Moment kommt hier sozusagen die dritte Welle an den Start mit Jan Fitschen. Wir haben ihn ja vorhin schon kurz vorne einmal gesprochen. Jan, wie haben Sie das jetzt erlebt? Wir sind jetzt schon 1 Kilometer zu Fuß hierher zum Start unterwegs. Wie war das für Sie? Es ist einfach irre, wie lange das dauert, wie viele Leute hier unterwegs sind, bis man dann erstmal bis zur Startlinie vorgedrungen ist. Und es geht ja jetzt hier immer noch weiter. Wir sind immer noch in der vorderen Hälfte. Total abgefahren, die Geschichte. Ja, und die Zuschauer, die Teilnehmer, das muss man wirklich sagen, die laufen hier jubellos, die feiern sich selber, die klatschen sich ab. Jan, Sie können ja verletzungsbedingt nicht
vorne mitlaufen. Wie fit sind Sie? Was können Sie uns heute überhaupt anbieten? Ja, das werden wir gleich sehen. Ich werde natürlich jetzt ordentlich Gas geben, damit ich die Spitze noch schnell einhole. Nein, Quatsch. Also ich mache wirklich nur ein paar Kilometer mit, um ein paar schöne Eindrücke mitzunehmen fürs Fernsehen jetzt. Und dass wir da so ein bisschen meine andere Perspektive bekommen, uns angucken, einfach wie das hier im sehr ambitionierten Freizeitsportbereich aussieht alles. Genau, für Sie geht es heute ums Erlebnis. Deswegen geben wir Jan Fitschen jetzt diese kleine Kamera mit und werden dann von unterwegs auch mal ein paar Bilder einfangen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Es geht los und hier hinter uns ist direkt der Start. Und Sie sehen es, die Leute feiernd laufen Sie hier los. Tschüss, Jan. So, das Regierungsviertel haben die Spitzenläufer schon hinter sich gelassen. Eine der ganz, ganz wenigen Passagen, wo es mal ein bisschen bergab geht. Und hier hören wir auch eine der zahllosen musikalischen Begleiterscheinungen. Sehr, sehr viele Punkte, wo Stimmung gemacht wird. Das ist für die Masse der großen Läufer sicher okay. Vorne nimmt man das in irgendeiner Form wahr oder rauscht das nur so an einem vorbei, so wie wir das gerade auch erlebt haben. Nur ganz kurze Fetzen, die man da hat und dann ist man schon gleich wieder weg. Also ich glaube, es ist ein Grundrauschen, wenn überhaupt, dass die Leute wahrnehmen. Klar, wenn es jetzt richtig laut wird und irgendein Song ist, den sie jetzt dann irgendwo abgespeichert haben. Aber ich glaube, dass die Spitzenläufer davon wenig, sehr wenig mitbekommen. Sie bekommen schon Stimmung mit. Das ist ja nicht so, dass die jetzt da laufen und glauben, sie sind alleine. Also auch wenn irgendwo ein Riesengetöse ist, viel Zuschauer sind, klar. Aber in Details gehen die Jungs hier vorne sicherlich nicht. Das einzigste Detail, wofür sie sich interessieren, ist die Zwischenzeit. Das ist ein interessanter junger Mann hier im Kenia-Trikot. Das ist Geoffrey Kamboroa, Weltmeister über die halbe Distanz. Und einer, der hier den Leuten um Kimetto, die einen größeren Namen im Moment noch haben, in der Lauf- und Marathon-Szene dieses Rennen streitig machen wollen. Also wir haben sehr unterschiedliche Dinge gehört, Dieter, weil ja in Berlin immer über den Weltrekord gesprochen wird. Zur Erinnerung, die letzten 10 Jahre Weltrekord immer und nur und ausschließlich in Berlin. Aber davon wollten die meisten gar nichts wissen, sondern haben gesagt, es ist hier ein Rennen. Hier geht es darum, wer als Erster über die Ziellinie geht. Der Einzige, der sich in Richtung Weltrekord gewagt hat mit seiner Prognose und auch mit dem Blick auf diese Uhr, ist eben dieser Dennis Kimetto gewesen, der einfach sehr selbstbewusst hier, wenn es am Friedrichstadtpalast vorbeigeht, auch weiterhin auf die Zeit schaut. Wobei, das muss ich jetzt mal korrigieren, also wenn ich sage, die Athleten schauen auf die Uhr, dann geht es ihnen natürlich, würde ich mal sagen, in erster Linie gar nicht um den Weltrekord. Sondern jeder läuft ja hier auch um seine persönliche Bestleistung, um sich zu positionieren in der Weltbestenliste, vielleicht auch im Land einen Landesrekord aufzustellen, was in Kenia gleichbedeutend ist mit Weltrekord. Aber für die anderen, also das heißt, es geht auch immer zunächst mal um sich, um seine Performance. Und der Weltrekord wird natürlich von außen reingetragen. Der Weltrekord, den wollen die Veranstalter, den brauchen auch wir als Medien. Wobei ich glaube, uns reicht auch ein ganz spannendes Rennen. Ich freue mich hier einfach nur, die Athleten laufen zu sehen, den Ausgang als ungewiss zu haben und zu sehen, wer kann sich hier durchsetzen. Ich brauche hier keinen Weltrekord, um nachher sagen zu können, es ist ein irre tolles Rennen. Ich meine, es wird schon E1, weil man sieht schon, die Gruppen haben sich gut sortiert, vorhin auch in der Totale nett gesehen, wie nachher natürlich dann auch die Leute hoch vorlaufen können. Gilt auch für ihn, Falk Czigwinski. Wenn er gut anfängt, wenn er gut reinkommt, dann kann der von hinten noch einiges steuern und nach vorne laufen. Und auch auf das dürfen wir gespannt sein, ob er denn unter 2,15, 2,14, 2,13 und dann wird es natürlich interessant. Wobei wir ein bisschen realistisch bleiben müssen. Er hatte Probleme in der Vorbereitung, war gar nicht so optimistisch gestern, läuft aber jetzt hier erstmal mutig los. Er hat ja schon mal so ein Rennen gehabt, da war er plötzlich Achter, weil er sehr, sehr viele Leute nach vorne hin einsortiert hat. Das war in seinem besten Jahr, als er auch hier persönliche Bestleistung auf dieser Strecke lief.
Also da ist dann schon was möglich, auch wenn man defensiver anläuft, wie Falk Stepinski das ja hier machen muss. Das ist nun mal sein Leistungsbereich. Ja, aber ich sage jetzt, der Falk hat ja gar nichts zu verlieren. Mein Gott, was kann hier schief gehen? Der kann hier reinrollen, der kann hier nach vorne laufen. Und wenn es dann ganz schief geht, er hat ja eine tolle Karriere schon hinter sich. Ich meine, das ist, er ist jetzt am Ende seiner Karriere, ohne dass ich ihm da zu nahe treten will. Und er kann da noch ein tolles Rennen machen, vielleicht auch nochmal eins im Frühjahr. Ich wünsche ihm das und er hat eigentlich gar nichts zu verlieren. Also insofern, egal wie das Resultat ist, der Junge soll jetzt erstmal Spaß haben auf den ersten Kilometer. Sehr viel Spaß hat man, sobald man sich mit Anna Hana und ihrer Schwester Lisa unterhält. Dieter, erfrischend, wie die diese ganze, naja, Herausforderung laufen, Marathonlaufen angehen. Und wir werden sicher gleich nochmal Gelegenheit haben, zu Anna Hana zurückzukommen. Sind aber jetzt wieder hier bei der Spitzengruppe in der Mitte. Das ist der Mann, Dennis Kimetto, der mit einem ruhigen, aber konzentrierten Laufstil und Blick hier die ersten Kilometer absolviert. Ja, man kann schon auch immer so Eindrücke mitnehmen. Man sieht mal bei Kimetto, wie locker der im Gesicht ist, wie entspannt er ist bei einem Tempo unter 3 Minuten auf dem Kilometer. Schon ganz toll. Ja, und vielleicht noch mal zu erläutern, wie das mit den Liedern bei Anna Hana im Kopf passiert. Die hat sich den ganzen Marathon aufgeteilt in 7 Teilstücke und hat sich selbst so eine kleine Diskografie im Kopf angelegt. Und sie singt wirklich, und das können Sie wirklich wörtlich nehmen, die singt sich diese Lieder vor. Nicht immer komplette Lieder, sondern teilweise auch nur ein, zwei Refrains aus einem Song. Ja, das geht von Rock Me, von den Alpenrockern über Coldplay, ja, bis hin zu Tom Petty. Das ist allerdings dann schon für die Situation, wenn es ernst werden würde. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas hört in der Gruppe, aber wie ist denn die Reaktion auf die Gruppe Hana auf der Strecke, Jens Höckrieg? Ja, Schrecksekunde bei Anna Hana. Schrecksekunde bei Anna Hana, die ja fast das ganze Rennen hier mit einem Lächeln bislang bestritten hat. Aber bei der 6-Kilometer-Marke ist der Mann mit den großen Füßen, Sie erinnern sich, 49,5, Mike Wollherr, ausgestiegen. Er hat sich an den Bauch gefasst. Wir sind nochmal zurück, haben versucht, ihn zu erwischen, aber die sind natürlich zu schnell. Also das ist natürlich nicht nach Plan für die Anna, die, wie gesagt, mit viel Optimismus bei besten Bedingungen hier in dieses Rennen hineingegangen ist. Einer ihrer 3 Pacemaker ist weg. Ich weiß nicht, Ralf, ich glaube, dafür hat sie keine Musik. Ein Missing Mike würde das Lied vielleicht heißen. Der ist ausgestiegen. Ja, ist sicher nicht ideal, dass sie den Weg hier nicht findet. Da habe ich keine Sorge, weil das der Berliner Junge ist, der da raus ist. Ein bisschen mehr Verantwortung als bei den anderen beiden, logischerweise. Aber mit Marcel Bräutigam, wir haben es gesagt, das ist ein Marathonläufer. Mit Hermann Achmüller, das ist ein extrem erfahrener Mann. Ja, freie Fahrt für Anna, da werden die schon für sorgen. Aber das ist ein bisschen mehr Verantwortung für die beiden jetzt. Das wissen die selber, aber da bleiben die, glaube ich, ganz entspannt. Also ich muss auch sagen, der Mike Wollherr ist ja jetzt nicht dafür verantwortlich, sie bis Kilometer 30 zu bringen, sondern der Mike ist der Mann, der dann ohnehin als Erster raus wäre. Also ich glaube, die anderen zwei können damit gut umgehen. Ich glaube, dass das nur eine kurze Umstellung ist. Aha, jetzt sind wir zu zweit. Und für die Anna sowieso keine Umstellung. Das ist eher eine Aufgabe für die zwei anderen Pacemaker. Ich glaube, das ist erstmal ohne eine ernste Konsequenz. Ja, und die Blasmusik, wie gesagt, die hören wir, aber die Anna hört sie nicht. Die muss eher ein bisschen aufpassen, weil hier ist eine Passage mit Kopfsteinpflaster und vor allen Dingen mit Bahngleisen. Da hat auch Marcel Bräutigam, der hier direkt vor Anna läuft, kurz darauf hingewiesen. Denn das sind schon eher so tricky Geschichten, wenn man in der Gruppe läuft, vielleicht so eine Schiene oder eine Abzweigung auf einer Schiene nicht sieht. Ja, auch das haben wir ja schon erlebt bei den Hana Sisters, ein Sturz im Rennen in Hannover. Da war Lisa dann diejenige, die betroffen war. Das kann sehr, sehr schnell gehen, logischerweise. Und auch dafür sind ja die beiden Begleiter zuständig, dass da einfach Raum ist für Anna, dass sie freilaufen kann. Ja, was heißt freilaufen? Man sieht es natürlich auch. Und das ist ja die spannende Kiste eigentlich bei all diesen Läufen.
Schwieriger natürlich für die Frauen, weil jetzt sind in der Gruppe lauter Freizeitläufer, die 2,30 und schneller laufen wollen. Und die wissen ja ganz genau, das ist die geführte Gruppe. Hier habe ich Tempomacher. Ich schließe mich der Anna Hahner an. Für die Anna natürlich eine etwas schwierige Situation wie für die Top-Männer. Die Top-Männer sind ja vorne ganz allein. Klar, das kann niemand mehr. Das sind 3 Tempomacher, 5 andere. Und das war's. Aber die Anna hat jetzt hier im Dunstkreis rund 15-20 Männer mitlaufen. Ist nicht ganz einfach, aber die Anna ist es gewohnt, die Damen sind es gewohnt. Aber das ist ja auch immer die Diskussion, soll man eigentlich die Spitze der Frauen in einem Extra-Rennen machen? Hier in Berlin ist es schwierig, die Organisatoren haben sich auf diese Variante eingelassen. Das ist auch okay, aber für die Anna schwieriger zu laufen. Es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. In New York werden die Frauen vorgeschickt. Ja, die laufen dann mit ihren Tempomachern vor. Und hier ist die Szene noch mal rechts. Der Mann mit der blauen Kappe verständigt sich kurz da mit Marcel Bräutigam. Der Mann mit der 69, hatten wir schon gesagt. Und der winkt dann gleich den Hermann ran. Pass auf, komm her, wir machen hier die Lücke, die der Mike da gerissen hat, gleich wieder zu. Sehr schön eingefangen von unserer eigenen Kamera. Und dann sind wir hier wieder in der Formation sozusagen. Anna hat sich sehr viel vorgenommen, fühlt sich in einer blendenden Form. Deshalb sind halt solche Kleinigkeiten dann aber doch ja immer irgendwie außerhalb des Plans. Dinge, mit denen man sich im Kopf auseinandersetzen muss. Das zeichnet natürlich auch die Erfahrung eines Läufers aus. Auch hier wird wieder kurz eine Anweisung gegeben. So hier, ganz ruhiges Laufen ist es dann doch nicht. Hier ist die Situation eben, dieser Freizeitläufer läuft jetzt natürlich in der Gruppe und tapst jetzt vor der Anna rum, die will einen freien Blick haben. Jetzt können wir darüber diskutieren, ah, die soll sich nicht so anstellen, ja, die soll, was soll das? Ja. Aber auf der anderen Seite, sie will eben ein optimales Rennen laufen, soll sie auch, und er turnt halt da vor ihrer Sicht rum, und ich glaube, als Läufer brauchst du dann schon irgendwann eine freie Sicht. Und das ist die Kommunikation, das eigentlich die Tempomacher machen müssen. Das muss eigentlich nicht die Anna machen. Ein Blick vielleicht auf die Zeit vorne. Wollen wir nicht erst einmal den Blick auf den Alex genießen? Natürlich. Ja. Ne? Ganz kurz. Natürlich. Entschuldigung, ja. mir ist wieder kurz, der Experte durchgegangen. Genau, ja. Ich bin total drin. Ja, und sozusagen. Dann sind wir wieder bei der Spitzengruppe. Und dann sind wir bei der Spitzengruppe. Schöne Zwischenzeit, 29:24. Also sie sind toll im Rennen und einfach genießen. Ja. Aber du musst mich schon dann immer wieder zügeln, wenn ja, mit Blick auf Zwischenzeit. Es ist ein Marathon. Ja? Ja. Es ist ein Marathon. Ja? Hier nochmal zu sehen, in der Mitte gab es auch eine kleine Schubserei, vielleicht kurz in die Hacken getreten. Ja, solche Geschichten kommen vor. Unabsichtlich oder versucht da dann auch einer schon zu sagen, hey, mein Freund, lauf mir hier nicht so vor der Nase rum, lass mir den Raum, um mich hier selbst zu entwickeln? Total unabsichtlich. Laufen ist eine nicht körperbetonte Sportart. Wir achten immer auf alle, die um uns rum sind. Ich habe das noch nie erlebt, dass da mit Absicht gerempelt, mit Absicht geschubst. Das gibt es beim Laufen eigentlich nicht. Wieder der Blick auf die führende Frau, das ist Shalane Flanagan, die weiterhin in der Gruppe mit der Japanerin Fukushi unterwegs ist. Auch die müssen wir durchaus auf dem Zettel haben. Die Führungszeiten der letzten Kilometer, der Rekord hier in Berlin, der steht sehr hoch. Aber sie ist, was ihre Zielrichtung angeht, nämlich amerikanischen Rekord zu laufen, und das ist ja wirklich auch eine prestigeträchtige Geschichte in den USA, ist sie sehr im grünen Bereich, wollte auch so schnell angehen. Was man hat, hat man, aber das muss natürlich auch am Ende aufgehen. Es ist noch, es ist noch sehr, sehr, sehr weit. Also das ist ja auch, jeder Läufer, sagen wir mal, hat da eine andere Herangehensweise, aber die allermeisten wählen eher die defensive Variante, also nicht, was man hat, hat man sozusagen, weil beim Marathon zahlt man, wenn man zu schnell angeht, hinten raus doppelt drauf. Da hat aber Anna Hahner auch einen kleinen Wechsel in ihrer Herangehensweise gemacht, denn im letzten Jahr in Frankfurt hat sie erlebt, wie schön das sein kann, wenn man hinten noch Druck geben kann. Auch die Top-Männer sind eher orientiert auf zweite Strecke schneller laufen. Aber wir wollen jetzt mal bei der Zwillingsschwester mit Jens-Jörg Krieg nachfragen, wie denn die ersten etwas über 7-8 Kilometer einzuschätzen sind.
Na super, Ralf. Jetzt bin ich hier mitten an der Kapelle vorbeigefahren. Ich habe dich leider überhaupt nicht verstanden. Aber wir haben das Lächeln bei der Lisa jetzt, wie genau vorher bei der Anna. Aber erstmal ganz kurz zu der Situation mit Mike Wollher. Ich habe es gesagt, bei 6 Kilometern war Schluss geplant, war bis? Ja, bis Kilometer 20 wäre gut gewesen, vielleicht 25. Jetzt sind es nur 6 geworden. Jetzt müssen die anderen 2 und so mehr arbeiten. Aber ja, Hermann und Marcel, die werden das schon machen. Ich habe jetzt gerade zum ersten Mal Wasser. Bei der 5-Kilometer-Marke waren Sie da, aber da wollte die Anna nichts. Jetzt geht es mit Wasser weiter. Wie lang bis? Ja, bis Kilometer so ungefähr 15 und dann willst du es 6-mal trinken. Es war so geplant, Kilometer 5 wollte sie sich offen halten und sie hat mir kurz so zugenickt, dass sie gesagt hat, okay, beim nächsten und dann muss ich entscheiden. Letzte kurze Frage. Sie gucken ihr in die Augen. Wie ist Ihr Gefühl? Ja, sie lächeln. Sie sieht gut aus. Es wird heute ein guter Tag. So soll es sein. Wir glauben dran. Viel Spaß heute. Ein Blick auf die Friedrichstraße. Da ist jetzt schon ein sehr großer Pulk. Aber hier reden wir noch über die sehr ambitionierten Hobbyathleten angekommen. Und so geht das jetzt hier wirklich sehr, sehr lange weiter durch die Straßen von Berlin. Und wenn man sonst in Berlin so unterwegs ist, nennt man wunderbar breite Straßen. Und dann sieht man mal, wie viele Menschen sich hier dieser Herausforderung Marathon immer noch stellen. Wieder der Blick auf Anna Hanna in ihrem typischen Ausdruck. Sie lacht. Positive Energie einsammeln. Wir haben das vor dem Rennen auch von ihrer Zwillingsschwester Lisa gehört. Das ist so diese typische Herangehensweise. Manchmal denkt man, ach, die sind immer so gut gelaunt. Das kann doch gar nicht sein, aber es ist wirklich erfrischend, wenn man mit den beiden spricht. Und sie sind jetzt ja auch nicht mehr die jungen Talente, die irgendwo herkommen. Inzwischen sehr reflektiert über das, was da in der Laufszene passiert, wie man das Ganze angeht. Auch diese Herangehensweise, den Lauf zu unterteilen in Kleinteile, nicht zu sagen, oh, jetzt laufe ich 42 Kilometer, sondern jetzt laufe ich erstmal meine ersten 7 Kilometer und dann die nächsten. Und sich kleine Ziele zu setzen, das ist schon sehr durchdacht und sehr überlegt, was die Anna da sich für diesen Tag in Berlin vorgenommen hat. Ich finde es vor allem sehr, sehr schön. Ich meine, da kann man nicht mehr sagen, wie du sagst, jung, sondern die wissen ganz genau, der Druck ist da, man erwartet auch was, der öffentliche Druck ist da. Und wie sie das weglächeln, das ist eigentlich was ganz Tolles. Ja, die gehen da rein und sagen, hey, Spaß, Freude, das ist an erster Stelle. Und es gilt ja auch für die ganzen Freizeitläufer. Wir wollen Spaß, Freude und über die Spaß und über die Freude, über die Begeisterung kommt dann auch die Leistung. Und dafür steht eigentlich die Anna und die Lisa. Und es freut mich auch, dass das Konzept bisher so aufgegangen ist. Ganz anders, wenn wir den Gesichtsvergleich machen. Shalane Flanagan, die Amerikanerin, die bezeichnet sich selber, obwohl sie im Gespräch, im Umgang gestern, in den Tagen davor, eine ganz unwirkliche, freundliche amerikanische Läuferin ist, als aggressive Läuferin im Wettkampf. So geht sie sich auch an, vom Tempo her aggressiv, wahnsinnig fokussiert. Und sie hat eben diesen großen Plan, sie will ins Geschichtsbuch der amerikanischen Leichtathletik und da stehen so viele nicht drin. Da ist sie im Prinzip schon drin, weil sie auf der Bahn schon eine große Karriere hatte. Olympia Dritte über 10.000 Meter. Also das ist das eine, aber die Straßenlaufszene in den Vereinigten Staaten ist viel größer und viel wertvoller und wichtiger als die Bahnszene. Da kennt kein Mensch jemanden, der über 10.000 Meter Dritter geworden ist bei Olympia. Die Bedeutung von Marathon in Amerika, also Dritter bei Olympia ist irre. Ja, jeder träumt davon, aber die Bedeutung hier einen amerikanischen Rekord zu laufen, das wäre eine historische Marke, das wäre eine andere Bühne. Und insofern ist es auch verständlich, dass sie da sehr konzentriert rangeht. Und nochmal, jeder Athlet hat eine andere Herangehensweise. Der eine ist fokussiert, introvertiert, sehr ernst und die Anna und die Lisa, die sind genauso fokussiert, genauso ernsthaft, aber sie machen das mit einem offenen Charme und man muss eben nur beobachten und sehen und akzeptieren, dass es eben diese zwei Wege gibt. Zwei Wege zu schnellen Zeiten. Shalane Flanagan vorne auf dem Weg zu einem neuen amerikanischen Rekord und Anna Hanna nochmal die Zwischenzeit bei 10 Kilometer 34,57. Auch das geht in Richtung persönliche Bestleistung. Und wenn wir schon bei Zwischenzeiten sind, nur für die deutschen Zuschauer, Falk Czepinski 31,50. Das geht auch in Richtung 2,14, 30, 2,14. Für die Experten, die ja jetzt auch zuschauen. Absolut.
Und für alle anderen, was stellt sich Anna vor, wenn es auf Kilometer 12 zugeht? Ein besonderer Punkt für sie, sagt sie. Was es damit auf sich hat, erklärt sie uns selbst. Kilometer 12 ist für mich dann nochmal so ein besonderer Punkt, weil ich dann weiß, okay, jetzt ist nur noch 30 Kilometer. Und 30 Kilometer, Canova, unser Trainer, sagt so 30 Kilometer, that's no Marathon-Training. Also es fängt erst nach 30 Kilometer an. Von daher, wenn ich die 12 Kilometer passiert habe, dann weiß ich, okay, jetzt kommt gar nicht mehr so viel. Das hat alles bestätigt, ja, was wir eben gesagt haben über Sie, oder? Ich sagen, nur noch 30 Kilometer, genau. Da ist doch ja, was, fast zu Hause. Was machen wir da rum? Ja. Also an die Zuschauer zu Hause, also bitte täuschen Sie sich nicht, 30 Kilometer sind verdammt lange. Und das sind eben die Strategien, umzukehren, positiv zu werden, sozusagen nie die negative Stimmung aufkommen lassen. Und da sind Sie offensichtlich sehr gut darin. Sie hat Renato Canova angesprochen, ihren Trainer. Eine Fernbetreuung findet da statt, weil der Mann lebt entweder in Kenia, ist da ein Italiener oder eben in Italien. Aber eine sehr intensive Fernbetreuung, fast täglich werden da E-Mails ausgetauscht. Natürlich in Vorbereitung zu so einem Rennen nochmal intensiviert. Häufige Skype-Konferenzen, also damit man sich auch wirklich mal sieht vis-à-vis. Aber er sieht natürlich Anna und Lisa Hanna nicht wirklich laufen. Dafür ist jemand anders zuständig, nämlich Thomas Dold. Da schwärmen dann die Leute hier in der Gruppe nach rechts und links aus, denn da gibt es wieder Wasser als Verpflegung. Anna hat hier die Verpflegung weggelassen. Sie hat ihre eigene, die nämlich für die Topläufer vor einiger Zeit. Nochmal kurz da Hermann Achmüller, der sie ganz kurz an die Hand genommen hat, hatte ich den Eindruck, oder am Arm geleitet hat, damit sie wieder in den richtigen Weg führt. Wir haben die Linie, die man nicht gut sehen kann auf dem Boden. Das ist so eine gestrichelte, blaue, manchmal grüne Linie, wenn sich der Kurs mit denen der Skater überschneidet. Aber da gibt es zwar noch ein bisschen Aufforderung hier von Marcel Bräutigam an die Fans an der Seite, die könnten noch ein bisschen mehr Alarm machen. Ansonsten sieht das hier sehr rund aus. Noch ein Wort zur Fernbetreuung, Renato Canova und Anna Hanna. Ja, Canova betreut ja nicht nur Anna Hanna, sondern auch Arne Gabius, der ja in Frankfurt sein Debüt geben wird. Er scheint in der Marathonszene sehr beliebt zu sein als Coach. Funktioniert natürlich auch sehr gut, die Fernbetreuung beim Laufen, denn die Läufer sind natürlich sehr, sehr selbstständig und können das auch alleine umsetzen. Und Canova ist hier mehr der Supervisor, würde ich mal sagen, der so eine Mainline vorgibt. Aber normal, er betreut sehr viele Marathonläufer, auch sehr viele afrikanische, hat unheimlich große Erfahrung. Was ich sehe und was ich höre, er trainiert mit einem wahnsinnigen Umfang. Sehr, sehr spannend, die Entwicklung in dem Bereich. Absolut. Sehr spannend auch, was vorne in der Top-Gruppe passiert. Und wir haben jetzt hier eine Rennsituation, aber diese Situation, Dieter, ist die Normalsituation im Training. Weil die laufen ja in riesigen Gruppen. Das ist eine kleine Gruppe. Teilweise bis zu, das muss man sich vorstellen, meine Damen und Herren, bis zu 100 Leute, die gemeinsam zu einem Trainingslauf aufbrechen. Also das hier ist eher die Kleingruppe Superspitze, läuft in Berlin, um ein ganz, ganz heißes Rennen abzuliefern. Die sind übrigens auch in dieser Formation heute Morgen gemeinsam eingelaufen. Wieder ganz unruhig, schlecht, ganz unruhig. Schlechte Getränkeübergabe. Wundert mich jetzt wirklich, weil eigentlich wissen die ja ganz genau, wo welcher Tisch steht. Also ich ganz verstehen kann ich jetzt nicht, dass einer aus der Mitte so ausschert. Und das ist auch gefährlich, weil ja der nachfolgende Läufer keine Chance mehr hat, bei dem Tempo zu reagieren. Also kompliziert, würde ich mal sagen. Und sie verpassen auch, ne? Sie verpassen ihre Getränke und ja, wundert mich wirklich, dass es so abläuft. Aber normalerweise tauschen wir jetzt Getränke aus, sehen wir jetzt nicht. Normal gibt man das dann auch weiter beim Laufbereich. Hier wieder der Falk, toll unterwegs. Es freut mich für ihn, dass es so einen runden Start gibt. Allerdings, das muss man sagen, das ist schwierig. Ja, das kann man jetzt schon prognostizieren. Die Gruppe ist sehr klein. Und so ab Halbmarathon, wenn die Pacemaker dann mal rausgehen, dann ist das ein Einzelrennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die drei dann zusammenbleiben. Und dann wird es für den Falk natürlich erst richtig schwierig. Na, vielleicht ist dann Dario Rios, der Argentinier, den wir hier rechts sehen, noch mit dabei. Der hat allerdings eine deutlich schlechtere Bestzeit als Falk Schepinski. Also der müsste sich dann schon in Richtung einer neuen persönlichen Bestzeit entwickeln.
Aber das wusste der Falk natürlich vorher und das ist als erfahrener Athlet zunächst mal auch weiterhin kein Problem. Die Zeiten der Topläufer, ja, wir haben das ja gesagt, das hat schon die ein oder andere Sekunde gekostet. Hier und dort mal eine Bremse reingezogen bei den Verpflegungsstationen. Das hat ganz, ganz sicher für die ein oder andere Verzögerung gesorgt, gar keine Frage. Cottbusser Tor, die große Station, die wir da erreicht haben, normalerweise Drogenumschlagplatz, immer noch in Berlin, also kein besonders schönes Viertel heute Morgen, na, was soll man sagen, blank geräumt. Und jetzt versuchen sie wieder ein gleichmäßiger, hohes Tempo zu laufen. Sehr viele von solchen Bremsmanövern an Verpflegungsstationen dürfen sie sich nicht erlauben, denn dann knabbert es doch zu sehr an der Zeit. Ja, und auch am Gedankenfluss. Ne? Also ich werde ja rausgerissen als Läufer. Ich muss plötzlich, hoppla, was ich setze, ich stolper, ich verpasse meine Flasche. Ich mache mir zu viel Gedanken über Dinge, die in dem Moment störend sind. Und alle Störgeräusche auf dem Niveau. Wir unterhalten uns hier ja auf dem absoluten Top-Niveau. Die sind immer noch sehr, sehr schnell. Ich will jetzt nicht immer dieses Wort Weltrekord im Mund nehmen. Nehmen wir es mal wieder in den Mund, wenn wir bei Kilometer 25 sind. Auf jeden Fall laufen die hier eine absolute Top-Zeit. Und das sind so Dinge natürlich störend und dann am Ende natürlich auch leistungsminimierend. Aber es ist schon ein Phänomen, gerade bei Mutai, wenn man das so sieht, wie er da direkt hinter den Tempomachern sich einreiht, wie er ja auch dann Druck aufbaut. Also die Tempomacher merken ja, aha, unser Mann ist da, unser Mann will das Tempo annehmen. Das ist ja auch wichtig. Also man schlappt ja da nicht hinterher, sondern man pusht diese Leute ja mit. Ja, rechts, das sind Bilder von gestern. Da gab es einige schlimme Stürze beim Inline-Marathon. Vielleicht nur ganz kurz das Ergebnis. Eine Eisschnellläuferin hat gewonnen, weil wir da eben die Damen gesehen haben. Die Liederin Kaminga und der Vorjahressieger Bart Zwings mit einem tollen Alleingang bei den Männern. Der war unter einer Stunde gestern schnell unterwegs. Aber das ist Schnee von gestern und heute ist grandioses Wetter. Wir sind auf dem Cottbusser Damm unterwegs. Jetzt wieder ruhigeres Fahrwasser. Aber Dieter, die Gruppe ist auch ein bisschen kompakter zusammengekommen. Das, was du gesagt hast, die haben sicher jetzt auch mal einen Blick auf die Uhr geworfen und festgestellt, dass sie jetzt, was ganz großes Ziel Weltrekord angeht, doch so gut 20, 25 Sekunden zurückliegen. Und dann macht sich der ein oder andere vielleicht doch mal einen Gedanken. Ganz links, das ist immer noch unser Favorit, Dennis Kimetto. Dein Favorit. Mein Favorit. Ja, das muss ich mal sagen. In Ordnung, ja. Wer wäre denn deiner, nachdem wir jetzt die ersten fast 15 Kilometer gesehen haben? Ich sage, dass Emmanuel Mutai das Ding gewinnt. Er ist der, der hier unmittelbar den Druck aufbaut. Er will schnell laufen. Er signalisiert es seit ein paar Kilometern direkt hinter den Timmermann. Hier sieht man es. Von ihm bekommen sie am meisten mit. Er pusht. Und für mich, und das Spiel können wir gerne machen, lieber Ralf. Absolut. Ich sage, Mutai gewinnt das Ding. Aber vielleicht gibt es ja auch noch, die Gruppe ist 8 Mann stark. Vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Überraschung. Camboror, den Mann, den wir hier in der Mitte wieder sehen, mit dem kenianischen Nationaltrikot. Wir haben es schon gesagt, das ist ein sehr gefährlicher Läufer, wenn es um die Spitzenplatzierung hier geht. Der nicht nur als Halbmarathon-Weltmeister, sondern eben auch mit glänzenden weiteren Resultaten unterwegs ist. Und hier genau, mit der 12, den sollten wir auch nicht vergessen. Abera, ja. Kuma und gestern Mark Milde, der Race Director, hat gesagt, für ihn ist das ein Geheimfavorit. Der wird vorne mitlaufen, der wird sich da einreihen und tatsächlich, das macht er. Also bin mal gespannt. Vielleicht ein Wort noch zu Mark Milde. Ich habe ihn heute Morgen getroffen im Fahrstuhl im Hotel und dann hat er zu mir gesagt, oh, ich habe ganz schlecht geschlafen, ich bin um 2 aufgewacht und um 2:05 bin ich aufgewacht. Wenn das kein schlechtes Omen ist, nein, ich glaube, die laufen schneller wie 2:05. Ja, solche Gedanken machen sich ja die Renndirektoren genau vor so einem Rennen. Klar, da hängt ja, genau, so viel dran, logischerweise. Die machen sich so viele Gedanken über die Konstellationen, wer kann hier zusammenpassen.
Da ist es doch auch mal angenehm, wenn man wie Jan Fitschen ganz befreit einfach nur einen Sonntagmorgen-Jog machen kann, aber ganz neue Erfahrungen sammelt im hinteren Teil des Feldes. Ich würde auch gerne noch mal ein paar Leute während des Laufens interviewen, aber ich traue mich nicht so richtig, weil die ihre Puste jetzt auch alle so ein bisschen sparen müssen. Und die nehmen das ja so ein bisschen ernster als ich heute. Ah, ich höre gerade Gelächter. Jawohl. Erzählen Sie mir noch ein paar Geschichten, ja? Wie sieht's aus? Alles gut? Läuft gut, ja? Ja, okay, very nice. Very nice. Have a good race then. Okay, super. Also ich habe noch einen Weg gefunden hier im Interview. Great stuff. Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung. Ja, hat er gleich internationale Freundschaften geschlossen. Ich wusste gar nicht, dass der Jan so kontaktscheu ist. Ne? Nee, das ist untypisch für ihn. Ja. Der Blick wieder auf die Führungsgruppe bei den Frauen. Shalane Flanagan, die Amerikanerin, ebenso stark unterwegs wie die Männer her. Und weil wir den Mann mit der Nummer 12 eben angesprochen haben, Abera Kuma, der war einer derjenigen, die vorhin bei der Verpflegung nichts abbekommen hat. Wir gehen davon aus, Dieter hat es gesagt, dass die anderen dann mal die Wasserflasche haben durchlaufen lassen. Aber der zeigt sich hier auch, präsentiert sich. Der will hier sicher auch schon mal Eindruck bei den anderen hinterlassen. Und wir sehen ja schon, dass er eigentlich aus einer anderen Gruppe stammt, weil er eben die Startnummer trägt und nicht den Namen. Also nicht einer aus der Gruppe der absoluten Top-Favoriten. Geoffrey Kammerer, hier haben wir nochmal die Einblendung dazu. Der zählt schon zu den Etablierten. Auch wenn seine persönliche Bestleistung noch ein bisschen hinterherhinkt im absoluten Weltmaßstab. Und das jetzt hier auf... Aber ist ja ein Berliner Eingewächs, kann man eigentlich sagen. Ja, sowas, er war ja Dritter 2012 und insofern ist es für ihn, er kennt die Strecke, er kennt die Gegebenheiten, auch ein Vorteil. Aber nochmal, für mich rein visuell, ja, ist natürlich Mutai und Kuma die Leute, die hier im Moment das Rennen nach den Pacemakern diktieren, also das heißt, die Pacemaker reagieren auf die zwei. So, nochmal der Blick auf Anna Hana. Ja, auch hier versucht sie wieder eine Phase des Lächelns einzubauen. Die beiden Tempomacher jetzt unmittelbar vor ihr laufend. Aber Windunterstützung spielt heute wirklich absolut gar keine Rolle. Alle Fahnen hängen vollkommen schlaff am Mast. Also das ist keine Geschichte. Höchstens, dass sich das Ganze hier bei direkter Sonneneinstrahlung schon in Richtung Wärme entwickeln könnte, aber dafür ist es noch einen Hauch zu früh, wenn dann eher hinten raus. Nochmal schön hier das Zeichen von Hermann Achmüller und ich hoffe, Jens Krieg, dass wir jetzt nicht weitere Hiobsbotschaften oder knibbelige Szenen verpasst haben, während wir bei der Spitzengruppe waren. Nein, es läuft alles nach Plan. Wir haben gerade die professionelle Wasserübergabe gesehen und einer der Gründe, und die Frage richte ich dann mal gleich an den Dieter weiter, warum Berlin eben in den letzten 10 Jahren fünf Weltrekorde bei den Herren geliefert hat, ist ja dieser Belag. Also Marc Milde, wir haben ihn angesprochen, der Mann, der um 2.05 Uhr wach wurde, hat gesagt, das Gute an Berlin ist, dass wir immer, fast immer auf Asphalt laufen, im Gegensatz zu den US-amerikanischen Straßenrennen. Das gibt ein bisschen Energie zurück für die Anna, unsere beste Frau hier, die glänzend im Rennen ist. Ist das so ein großer Unterschied, den man wirklich spürt, Dieter, dass Asphalt hier was wiedergibt, anders als Beton? Ach Gott, ich glaube, der Marc Milde redet sich die Welt dann auch manchmal so, wie es ihm gefällt. Nein, ich weiß nicht, ob Asphalt mehr wiedergibt wie Beton und ich weiß auch gar nicht genau die Streckenkonstellation von New York. Und bleiben wir mal beim Beispiel Berlin-New York. New York ist deshalb langsamer, weil es natürlich sehr viel hügeliger ist. Das muss man einfach sehen. Berlin ist hier begnadet, weil diese Strecke wirklich topf eben ist und von den Bedingungen exzellent und ich glaube Asphalt, naja, okay, ich lasse es so stehen, ich gehe alles mit, wenn die Athleten ihre Freude haben.
Auf jeden Fall geht Anna Hanna in den Bereich ihrer persönlichen Bestleistungen mit. Das ist auf jeden Fall klar. Für alle, die ein bisschen später zu uns gekommen sind. Die erste Zusammenfassung mit Martin Zimmermann. Und steht ab. 9:15 war es heute Morgen. Da gab Klaus Wowereit, der regierende Bürgermeister von Berlin, den Startschuss ab für die Läufer, für die 42,195 Kilometer, die Marathonstrecke in Berlin. Und gleich hatte sich eine Spitzengruppe formiert um diese beiden, um Emmanuel Mutai und Dennis Kimeto, die beiden Kenianer, die vorhaben, hier heute möglicherweise Weltrekord zu laufen. Kimeto mit 2 Stunden, 3 Minuten, 45 Sekunden ganz nah an der Weltrekordzeit von Wilson Kipsang. Bei den Frauen ist sie Favoritin, Shailene Flanagan, die Amerikanerin. Ihre Mutter war einstmals Weltbeste, 1971, 2 Stunden 49 Minuten. Sie läuft heute 27 Minuten schneller. Und das ist Anna Hanna, die beste Deutsche, die versucht, hier einen vorzüglichen Marathon hinzulaufen. Aber vorne, da sind natürlich die Männer ausschlaggebend, die hier heute den Höhepunkt setzen wollen. Nach 10 Kilometern sind die Durchgangszeiten nur 7 Sekunden langsamer als beim Weltrekord von Wilson Kipsang im vergangenen Jahr hier in Berlin. Aber sie können das Tempo nicht halten. Viel durcheinander bei der Verpflegungsstation. Auch hier gehen Sekunden verloren. Nach 15 Kilometern sind sie bereits 24 Sekunden hinter den Durchgangszeiten beim Marathon. Es muss noch schneller werden, wenn sie ihr Ziel verfolgen wollen, Weltrekord zu laufen, noch 22 Kilometer bis ins Ziel. So, wir sind wieder live dabei. Die ersten beiden aus der Topgruppe können nicht mehr mithalten. Also vorne nochmal die in Schwarz und Weiß, das sind die Tempomacher, die drei, die auch laut neuerem Reglement da vorne Tempo machen dürfen. Und dahinter haben wir dann noch 5 in der unmittelbaren Spitzengruppe. Also auch hier schon kurz hinter Kilometer 15. Und da muss vor allen Dingen einer abreißen lassen, den wir viel höher eingeschätzt hatten, der Äthiopier Kebede. Das ist eine Überraschung, dass der da jetzt schon nicht mehr mitgehen kann. Und schon hier also ein erstes kleines Ausscheidungsrennen, wenn wir die absolute Spitzengruppe ansehen. Aber Dieter, noch haben wir beide unsere Aktien im Spiel, nämlich sowohl Mutai als auch Kimeto. Es sind vorne weiter dabei. Es geht doch gar nicht darum, ob wir unsere Aktien im Spiel haben. Aber ich meine, Kiptanui, die Nummer 6 zum Beispiel, der würde gerne auch seine Aktien im Spiel halten. Und vielleicht aus viel höheren Gründen und wichtigeren Gründen. Aber man sieht, wir sind jetzt kurz vor Halbmarathon und jetzt wird es langsam ernster. Kiptanui hat sich wieder herangetastet. Also er hat eine Strategie, die sicherlich anstrengend ist. Abreißen lassen, ranlaufen. Geht nicht oft gut. Da muss man damit rechnen, dass er das nicht lang kann. Ah, guck, und jetzt pusht er. Ja, genau. Hier, es geht um Getränke, genau. Haben sie sich, sieht besser aus. Haben sie ein bisschen gelernt, haben gesagt, wir müssen früher rufen, damit der Zuständige sozusagen weiß, hier ist der Läufer. Das ist ja auch bei den Topläufern anders. Ein Blick, Dieter, hier auf Kimeto. Der hat es jetzt insofern auch anders angehen lassen, dass er kurz Tempo rausgenommen hat, um frei an den Tisch ranlaufen zu können. Aber damit hat er jetzt auch diese 6-7 Meter Rückstand auf die absolute Spitzengruppe. Also auch nicht ideal gelöst, logischerweise. Fürs Trinken schon. Fürs Trinken ja, aber für die Renngestaltung nicht. Weil auch so ein paar Meter, da denkt man, naja gut, dann renne ich doch da eben wieder hin. So einfach geht das nicht. Nee, bei dem Tempo geht nichts mehr einfach hinlaufen, sondern da will man immer, versucht man eigentlich die Lücke zuzulassen. Ein Satz vielleicht zu den Topläufern, wie sie die Getränke bekommen. Die sind natürlich in Tische sortiert. Eigentlich wissen die Läufer auch, welcher Tisch es ist. Sie haben ihre Getränke gestern schon abgegeben. Heute werden sie zur Strecke rausgestellt. Das ist natürlich anders organisiert wie für den Freizeitläufer. Da kommen wir ja später nochmal zu, aber was da an einer Logistik hier natürlich auch aufgebaut ist, das ist faszinierend für mich, immer wieder überragend, wie viele freiwillige Helfer da ja jetzt schon Stunden an ihren Positionen verbringen und noch weitere Stunden da stehen und unermüdlich Mut zusprechen. Auch
wenn wir gesehen haben, dass es noch unruhig zugeht. Wir schauen mal hier auf den roten Balken. Das ist immer die Orientierung in Richtung Weltrekord. Am Anfang eigentlich alles im grünen Bereich. Dann diese Unruhe bei den beiden Verpflegungen hat für den Rückstand gesorgt. Jetzt versuchen sie wieder. Und ich hatte den Eindruck, dass Mutai eben derjenige war, der noch mal ein bisschen gepusht hat, da wieder Tempo reinzuholen. Übrigens ist das hier eine Passage, die etwas anders gelaufen wird als in den vergangenen Jahren. Und zwar praktisch im Gegenverkehr gelaufen wird. Das war in den vergangenen Jahren teilweise anders. Deshalb wird man hier ein paar Sekunden verlieren in Relation zu den Zeiten des Weltrekordes. Der wird aber wieder eingeholt, wenn man in Richtung Kudamm unterwegs ist. Also da wird dann ein kleines Stückchen wieder abgekürzt, was hier an längerer Streckenführung eingebaut war. Und man muss davon ausgehen, dass die drei Pacemaker auch genau wissen, was sie da tun. Also ich glaube immer noch nicht, dass jetzt da einer nervös wurde, weil man 25 Sekunden zurückliegt. Man hat ja noch einen ganzen Halbmarathon sozusagen Zeit, um diese Zeit aufzuholen. Und ich glaube schon, dass die noch auch pushen können, Druck machen können. Jetzt sehen wir diese drei Mutai ganz links von uns laufend, Kimeto in der Mitte und Kuma. Die Überraschung oder auch Nicht-Überraschung, die drei sorgen jetzt für den Druck, dass es vielleicht dann doch etwas schneller wird. Wichtige Zielzeit kommt gleich, nämlich die Halbmarathon-Marke. Alle Experten haben die Uhren und die Tempolisten schon gezückt. Ich kann auch alle beruhigen, auch Falk Czerpinski, Anna Hahner, alle im Soll aus deutscher Sicht sind super unterwegs, die Zwischenzeiten bei Kilometer 15. Und ich würde sagen, wir warten jetzt alle ab. Hier kommt die erste Split-Time gleich bei Halbmarathon. Und da nehmen wir auch alle anderen Gruppen mit. Das ist hier genau die Position. Hier gilt es dann und wir haben 1:01:45. Das ist ziemlich exakt das, was gestern besprochen war im technischen Meeting, wo einfach mit allen Managern, Trainern und mit den Top-Athleten halt ausgemacht wird, was geht die Top-Gruppe da vorne an. Wir haben erlebt, es war kein ruhiges Rennen bis hierhin. Das sollte es eigentlich sein. Eigentlich smooth daher rennen. Das hatten wir jetzt nicht. Es war relativ unruhig. Es war was los, um es positiv zu formulieren. Aber am Ende stimmt die Orientierung bei der Halbmarathon-Marke. Also es ist immer noch Großes möglich. In jedem Fall, Dieter, es ist ein sehr, sehr spannendes Rennen mit einigen Figuren, die wir hier noch haben. Und im Prinzip geht das Rennen, es ist ein Marathon, erst los. Und zwar in 15 Kilometern. Und da weiß ich, von was ich spreche. Ich habe es nie geschafft. Der Blick wieder auf Anna Hahner, die hat noch eine Weile, bis sie am Halbmarathon angekommen ist. Aber wir haben die Orientierung ja von der 15-Kilometer-Marke, nochmal das für die Experten. 52:15 hatte sie da als Durchgangszeit. Läuft auf eine Verbesserung ihrer persönlichen Bestleistung von einer Minute hin. Auch der Seitenblick mit einem Lächeln, wirklich faszinierend. Also die straft mich ja Lügen. Ja? Also ich sage irgendwas von, man guckt nicht links rechts und die guckt links und lächelt noch dabei. Aber da muss man natürlich auch sagen, ihre ganze Familie ist hier. Ihre kleine Schwester hat ihr extra Glücksohrringe mitgebracht, die sie heute wieder trägt. Nicht die Lisa, sondern da ist noch eine dritte im Bunde, die Charlotte. Ihre Eltern sind hier, Freunde aus Wien sind extra hier eingeflogen. Und da sind dann schon reichlich Menschen an der Seite. Die hört man dann schon, wenn die laut Anna, Anna brüllen. Das ist schon so. Absolut. Also das ist so, dass man vertraute Stimmen bei größtem Getöse sofort raushört. Dann wollen wir uns noch mal einem vertrauten Stimmchen zuwenden, nämlich dem von Anna Hahner, Orientierung Halbmarathon. Halbmarathon ist dann bergfest. Das heißt, dann habe ich das Gefühl, es geht eh bergab. Also weil nach der Hälfte, wenn man, also beim Berg, dann rollt es ja runter. Von daher, das ist so ein Punkt, wo man sich freuen kann. Jetzt zählt sich alles nur noch. Alles, was man jetzt läuft, ist weniger, als man schon hinter sich hat. Ja, und offensichtlich scheint es ihr Spaß zu machen, bergab zu laufen. Es ist jetzt auch wieder die Zeit für ein neues Lied im Kopf von Anna Hahner. Ich weiß nicht genau, welches Lied zu welcher Position gehört. Aber wenn es Paradise ist von Coldplay, dann passt der Gesichtsausdruck dazu.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie es unseren Zuschauern geht. Und ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, in die Republik. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich quasi einen Lauf habe, den ich per Liedliste ablaufe. Ist ein totales Phänomen. Das finde ich total faszinierend. Vielleicht hat einer mal eine Meinung. Ich weiß ja nicht, wer mit Stöppel im Ohr noch läuft. Also ich könnte es nicht. Jeder Jack ist anders, sagt man in Köln. Und wir werfen einen Blick auf Falk Schepinski. Der hat seine Gruppe verloren. Das liegt daran, dass er kurz mal aufs Dixi-Klo musste. Also doch kleinere Probleme, die dann zum Austreten geführt haben bei Falk Schepinski. Natürliche Probleme. Ja, muss er sich wieder neu sortieren. Problematiken, die bei sehr vielen beim Marathon auftauchen. Die beiden Tempoläufer warten auf ihn. Das ist ihre Aufgabe. Das ist ein Privileg, muss ich sagen, für den Falk. Sie haben jetzt gewartet und ja, alles festgezockt und weiter geht's. Selbst das Hochziehen der Hose wird schon im Laufstehen abprobiert. Ja, mein Gott, meine Lieben, wir sind, ja, so ist es halt. Natürlich, ja, sage ich ja. Ne? Er hat keine Zeit. Ich bin ja froh, dass er nicht mit Hose. Ne? Also insofern ist gut. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie gestatten uns diesen kleinen Ausritt, auch wenn Sie vielleicht jetzt gerade beim Frühstück sind. Wir versuchen weiterhin, uns an den etwas angenehmeren Dingen dieses Laufes zu erfreuen. Aber das gehört auch dazu. Die menschlichen Aspekte, die gehören in jedem Fall auch dazu. Und mittendrin, und der hatte auch mal einen kleinen Ausritt aufs Dixi-Klo, Jan Fitschen. Ja, hallo. Hatte ich tatsächlich auch noch in dem Rennen vor 2 Jahren, als ich hier in Berlin meine Bestzeit gelaufen bin, habe ich auch einen kleinen Ausflug gemacht, wie der Fall gerade. Das ist sehr, sehr unangenehm, aber bei mir ist es zum Glück gut gegangen und trotzdem eine super Zeit dabei rausgekommen. Heute war es total was anderes hier, einfach in der Menge mitschwimmen, die Stimmung genießen. Sensationell, was hier los ist. Man trifft 1000 Leute. Ich habe aus Osnabrück, aus Bochum, meine Heimatstädten Leute getroffen. Man lacht, man scherzt, man wird zwischendurch angefeuert. Einfach genial, was hier abgeht. Ja, das ist ja wieder ein Rantasten für dich, Jan, an das Laufen. Neue Erfahrungen gesammelt. Was nimmst du daraus mit für die nächsten Kilometer und vielleicht für deine nächsten Wochen? Also auf jeden Fall sehr, sehr viel Motivation, um unbedingt weiterzumachen. Also mit meiner Verletzung weiß ich ja nicht ganz genau, ob das nun wirklich nochmal was wird, ganz vorne in der Spitze mitzumischen. Aber ich kann einfach nur jedem sagen, das ist auch total genial, wenn man weiter hinten mit dabei ist. Dieses Feeling mitzunehmen, dieses Anfeuern der Zuschauer. Man wird einfach wirklich für die Zeit, die man hier auf der Strecke ist, zu einem Helden. Und das ist einfach total toll. Also es macht nicht nur ganz vorne Spaß, sondern eigentlich fast noch ein bisschen mehr auch weiter hinten. Wie weit gehst du heute noch bei der Heldensuche durch Berlin? Ja, nicht mehr ganz so weit leider. Also mein Fuß macht noch nicht so super mit. Also ich werde noch mal 2-3 Kilometer machen und dann schaue ich, ob ich wirklich noch bis zum Halbmarathon komme. Ich denke, das müsste aber zu machen sein. Vielleicht mache ich auch zwischendurch eine kleine Mogelpartie und kürze ein bisschen in der U-Bahn ab. Bei mir geht es ja heute wirklich nur darum, hier ein paar schöne Bilder zu sammeln. Das heißt, ich kann und darf mich nicht ganz so sehr quälen. Aber es ist, ja, man sieht das, schon so anstrengend genug, schweißtreibend genug. Also etwas entspannter für mich heute, aber trotzdem schon ganz ordentliches Rumgerenne. Ja, dann wünschen wir dir noch schöne Eindrücke und vielleicht noch ein paar Bilder für uns aus dem hinteren Teil der Strecke. Haben wir das erste Mal gehabt. Das bringt neue Einblicke. Danke, Jan Fitschen. Danke auch. So, vorne nochmal zum Sortieren. Vorneweg die kleine Mauer der Tempomacher in Schwarz und Weiß. Und dahinter dann 5 Mann, die hier diese wilde Parforce-Jagd im absoluten Top-Tempo weiterhin hochhalten können. Und das muss man jetzt auch mal dazu sagen, diese Jungs, die 5 hier, die da sich aufreihen nebeneinander, keiner von denen weiß wirklich, ob er ins Ziel kommt in diesem Tempobereich. Die riskieren jetzt in der Läufersprache alles. Ja? Entweder sie kommen durch oder sie sterben, sagen wir immer, man stirbt hinweg. Und ist nicht so dramatisch, aber schon hohes Risiko, was sie gehen, und das ist auch schön. Es ist eine richtig spannende Situation jetzt. Auch spannend, wie weit können die Pacemaker gehen, wie weit können sie diese 5 dann führen, oder sogar, dass irgendeiner von den Leuten, Kimoto, Mutai, sagen, jetzt ist gut und jetzt marschiere ich. Rathaus Schöneberg haben wir passiert. Hier nochmal die Orientierung auf der Karte. Das ist eine kleine Spielerei. Da vorne die virtuelle Markierung des Weltrekordes. Aber das ist keine Orientierung, mit denen die hier was anfangen können. Und auch für uns ist das hier noch nicht die entscheidende Passage. Die kommt später. Nämlich dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann
ist entscheidend, wie das Tempo hochgehalten werden kann oder ob es sogar noch ein Forcieren gibt. Hier wieder der Blick auf die schnellste Frau. Halbmarathon, der blaue Bogen signalisiert Shelaine Flanagan. Wir sehen da vorne ihren blonden Pferdeschwanz in der großen, kompakten Gruppe wippen. Sie ist auf einem exzellenten Weg. 1:09:38. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sogar ein bisschen schneller, als sie sich das vorgenommen hat. Unter 1:10 sollte es auf jeden Fall sein. Und nochmal der Blick in ihr Gesicht. Das hat sich kaum verändert, Dieter. Die ist ein sehr, sehr ruhiges, wirklich perfektes Rennen bis hierher gelaufen. Die Abstände da hinten, genau. Die Abstände da hinten sind völlig in Ordnung. Auch die Äthiopierinnen waren damit ihre Chance, die Shelaine noch abzufangen. Gönnen wir der sympathischen Amerikanerin natürlich nicht. Immer noch ihre beiden persönlichen Tempomacher, ein Belgier und ein Kanadier, die da vorne weglaufen. Übrigens, ihr Mann ist auch im Rennen, der kann aber nicht so schnell. Ist ein sehr ambitionierter Hobbyathlet, der läuft so ungefähr 2 Stunden 37. Das ist ja auch schon ein richtiges Wort. Aber das unterstreicht nochmal, was die hier für eine Marathon-Tradition in ihrer Familie hat. Ihr Vater hält den Hausrekord in 2 Stunden 18. Das ist im Moment noch zu schnell, sagt sie gestern mit einem Lachen. Aber perspektivisch, sagt sie, ist das natürlich auch mal ein Anreiz, so einen Familienrekord aufzustellen, wenn man aus so einer marathonverrückten Familie kommt. Ich habe es schon gesagt, ihre Mutter hielt 1971 die damals noch als Weltbestzeit geführte Marke im Frauenmarathon. Da gab es ja noch keine WM oder Olympiarennen mit Frauen 1971. Das war gerade der Weg in die Marathonbewegung für die Frauen. Der Blick auf die Führenden wieder und hier sehen wir Lisa Hahner, das ist nicht die Anna, sondern das ist die Lisa, die bei Jens-Jörg Krieg mit dem Fahrrad kurz mal anhält und Zwischenfazit zieht. Ja, Lisa, Halbzeit steht gleich an, immer noch das Lächeln bei euch beiden, weiterhin alles im Plan? Ja, genau, genau, im Zeitplan gewesen nach 20 Kilometern, Anna sieht gut aus, hat mich angelächelt und ja, Marcello und Hermann waren auch einen guten Eindruck, also es läuft. Ihr habt ja in Frankfurt in der zweiten Hälfte noch richtig pushen können. Wer gibt das Zeichen? Geben Sie Ihrer Schwester ein Zeichen? Hat sie das selber drin, dass sie sagt, ich habe noch was im Tank? Ja, das entscheidet Anna ganz von alleine. Also sie wollte bis zum Halbmarathon oder vielleicht auch Kilometer 30 im Fahrplan bleiben und dann schauen. Und dann kann sie selbst entscheiden, ob sie ein paar Sekunden schneller machen möchte. Ein paar Sekunden schneller, das ist das Stichwort pro Kilometer. Vielen Dank. Und hier nochmal Schwesterarbeit, perfekt angereicht, die Flasche, dass man ohne jeden Tempoverlust die Wasserflasche greifen kann. Anna Hanna bis sicher Kilometer 30 nur mit Wasser unterwegs. Dahinter müssen die dann alle mal kurz rechts, links raus. Aber auch hier in dieser Topgruppe um Shelaine Flanagan, aber das kennt man natürlich von Amerikanern, die sind super organisiert. Shelaine Flanagan, eine äußerst sortierte Athletin, die wenig dem Zufall überlässt. Aber auch sie hier mit der gesamten Familie angereist und die macht ja einen glänzenden Eindruck. Also das, was du vorhin schon gesagt hast, das gilt unterstrichen. Sie hat im Moment das Rennen bis jetzt so gestaltet, wie sie sich das wahrscheinlich im Kopf vorstellt. Ganz ruhig, ganz organisiert. Kaum Wackler irgendwo. Gut, sie hat es leichter. Die Gruppe ist etwas kleiner. Ist auch klar, so viele Männer können ja gar nicht mehr 2:20 laufen. Insofern ist die Gruppe kleiner. Also man muss schon sagen, die ist schon cool unterwegs. Anna Hanna hat jetzt auch Halbmarathon passiert. Ja, die Zeit fehlt uns noch auf unserem Ergebnismonitor. Jetzt ist sie da. 1:13:26. Und das ist in dem Bereich, wo sie tatsächlich durchlaufen wollte. Ist tatsächlich sogar einen Tacken schneller. Ja, sie hatte als Orientierung ein wenig schneller angegeben. Sehr schön wieder hier der Hinweis von Marcel Bräutigam. Pass auf, hier in der Kurve hohe Bordsteinkante. Und nochmal das Auffordern. Achtung, jetzt kommt die Anna. Flügel ausbreiten und los geht's. Kleine Welle. Go Anna, Zeichen sehen wir da auch an der Seite. Da ist schon ein bisschen was los. Und die Gruppe der Männer wird auch kleiner. Also auch da ein Hinweis, das ist ganz schön flott. Ich meine, klar, viele haben profitiert, aber das zu realisieren,
da muss man wirklich auch sagen, 2 Stunden 30 für Freizeitläufer, das ist schon so viel Training, die könnten in einem Zweitliga-Fußballclub jederzeit mittrainieren, vom Zeitaufwand. Nur da kommt ein Ball dazu, das ist dann da entscheidend bei der zweiten Liga. Das bist der Ball, mein Lieben. Sagt der Mann, der aus einem Fußballerhaushalt stammt. Genau, jetzt darf ich wieder nicht mehr heimkommen. Ja, da so sieht es aus. Ne? Der Papa war, war Fußballtrainer. Ja, das Fußballtrainer, mein Bruder, Fußballprofi, also ich darf das. Ja? Also das muss man ja mal sagen, Anna Hanna, wirklich bisher, wir wollen es nicht verschreien, bisher ist das, was sie halt auch wirklich erarbeitet hat in den letzten Monaten, den kleinen Schritt wieder vorwärts, sich weiterentwickeln in Richtung europäischer, in Richtung Weltklasse, der ist bis hierhin aufgegangen, aber es ist eben noch jetzt zu veredeln und zu vollenden. Es ist noch ein ganzes Stück Arbeit, gar keine Frage. Bis jetzt sieht sie super konzentriert und auf einen sehr guten Weg aus. Nein, ich sag so 20 immer. Sekunden, Dieter, lass mich das noch kurz, ja. Kurz anfügen, so 20 Sekunden. Sind die auch dann mal aus so einer Motivation und so einer Begeisterung schneller oder ist das auch das, was man in sich reinfühlt? Ja, Motivation ist ja klar, Begeisterung spielt eine entscheidende Rolle. Begeisterung, wenn man mal auf einer Welle schwimmt, wenn man mal gepackt wird, dann sind es nicht nur 20 Sekunden. Also im Marathonbereich, die kann schon, wenn sie sich in eine Euphorie läuft, auch mal eine Minute schneller sein, wie sie sich das je vorstellen hätte können. Aber ich wollte den Gedanken, was du sagst, fortführen. Ich meine, die Lisa und die Anna, das sind unsere zwei perspektivische Flaggschiffe. Aber eben die Betonung liegt auf Perspektive. Jetzt gilt es sozusagen, nicht den Topf zumachen. Den Topf machen die 2016 zu, Olympische Spiele, vielleicht sogar erst 2020. Da macht man den Topf zu. Aber jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu machen und das ist wichtig für die Anna heute und sie ist noch nicht im Ziel. Also bis jetzt haben wir sie für die Perspektive gelobt und für das, dass das die Zukunft ist. Und da muss man jetzt natürlich als Athlet immer wieder dranbleiben, den nächsten Schritt machen, hart arbeiten, fokussiert bleiben. Das machen die zwar toll und mit jedem Rennen, das gelingt, kommen sie ihrem großen Traum, eben vielleicht dann auch mal in Berlin so zu führen wie die Dame aus den USA. Aber die ist ja auch 6 Jahre älter, Shalane Flanagan, also hat schon deutlich mehr Erfahrung sammeln können. Auch die hat sich dahin orientiert, kam allerdings mit einem etwas anderen Hintergrund, nämlich einer kompletten Bahnkarriere. Gibt ja durchaus unterschiedliche Herangehensweisen, gerade bei den afrikanischen Läufern immer stärker der Trend, gar nicht mehr über eine Bahnkarriere zu gehen, sondern gleich hinein in das Marathongeschäft. Sicher auch der Reiz, mit Top-Leistungen sehr schnell Geld zu verdienen. Auf der Bahn ist das sehr viel schwieriger. Da ist der Standard sehr, sehr hoch in vielen Bereichen. Und der Weg zu einer Medaille über 5.000 oder 10.000 Meter extrem schwer. Und Anna Hanna sagt, ich nehme diese Unterdistanzen und auch so einen Bahnlauf nie voll wahr. Da bin ich nie voll ausgeruht, wenn ich das mache. Mein Ding ist Marathon. Das hier, was wir in Berlin an diesem Sonntag erleben dürfen. Und im Moment ist sie die kleine Göttin in ihrer Gruppe, wird da getragen von der Begeisterung um die anderen Hobbyathleten und begleitet von ihren beiden Tempomachern, Marcel Bräutigam direkt vor ihr und Hermann Achmüller. Wir sind wieder bei der Spitzengruppe der Männer und da kam eine Frage bei uns über www.sportschau.de, nämlich die Frage danach, ob einer von den Tempomachern schon einmal durchgezogen hätte. Ja, ja, die beiden Läufer, die wir hier vorne jetzt noch sehen, es sind nur noch zwei, die das Tempo machen. Hat hier in Berlin schon mal einer gewonnen, aber die Zeiten haben sich auch da ein wenig verändert. Hier gab es eine klare Ansage, wollt ihr Tempomacher sein, dann bitte lauft die entsprechend vorgesehenen Kilometerzahlen, aber lauft nicht zu Ende. Hat aber den Hintergrund, dass man eben nur noch 3 einsetzen kann. Und wenn ein Athlet sagt, ich will durchlaufen, dann nimmt der einen Platz des Tempomachers weg. Und deswegen fragt man sehr offensiv, entscheidet sich. Und ich glaube, das ist hier klar definiert. Und vielleicht ein Satz zur Zwischenzeit. Also soweit meine Statistik hier ist, sind sie jetzt bei Kilometer 25. Fast wieder auf Kurs, was Weltrekord betrifft. Also das ist schon hier eine ganz, ganz spannende Kiste.
heiße Angelegenheit. Deshalb jetzt auch zwei Tempomacher. Und das sind Jungs, die dieses Geschäft schon einige Male erledigt haben. Vor allen Dingen der Mann mit der Nummer 50. Das ist Wilfried Kirwar, der im letzten Jahr hier auch die Pace gesetzt hat für den Weltrekord. Hier links sehen wir ihn. Damals ist er bis knapp Kilometer 30 gelaufen. Auch das ist heute sein Ziel. Ein absoluter Topmann, denn es geht ja darum, nicht hier wild irgendwie auf diese Marke zuzulaufen, sondern das Ding gleichmäßig zu laufen, in einem gleichmäßigen Rhythmus. Und wir hoffen, wenn wir hier rechts nochmal den Blick auf Falk Schepinski sehen, der jetzt gleich eine Flasche und eine zusätzliche Gelverpflegung, da sind Kohlenhydrate vor allen Dingen in flüssiger Form drin, zu sich nimmt, dass ihn der kurze Ausflug auf die Toilette nicht allzu sehr beeinträchtigt hat und er weiterhin seine Zielsetzung irgendwo in Richtung 2.14, 2.15 nach Hause zu kommen, einhalten kann. Er hat natürlich ein bisschen Zeit verloren. Bei Halbmarathon war er ein bisschen raus. 20, 30 Sekunden ist ja klar. Die hat er nun mal verloren. Aber wenn er jetzt ruhig bleibt, wenn er jetzt nicht panisch versucht, diese Zeit aufzuholen, dann läuft er, Stand jetzt, ein ganz, ganz tolles Rennen. Zwei, drei Fakten, aber wirklich nur Basis für Falk Schepinski. Hat ja mal begonnen als Triathlet und sich dann doch komplett auf das Laufen verlegt. Fußverletzung hat ihn behindert in seiner Vorbereitung. Ist er beim Training in Kenia umgeknickt. Da hat er sogar erst Schlimmeres befürchtet, bis hin zu sogar einem Bruch des Fußes. Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Jetzt ist er dabei und mittendrin im Berlin-Marathon. Für mich sogar fast erstaunlich wieder, dass die Spitzengruppe bei dem Tempo, was wir hier sehen, das ist nämlich absolutes Ausnahmetempo, damit wir das nochmal klar einsortieren, ist das immer noch eine extrem große Gruppe, die wir da vorne sehen. Die beiden Tempomacher und noch fünf Mann dahinter. Dennis Kimetto jetzt an vorderster Front, der sich hier so viel vorgenommen hat, auch sehr konzentriert dahinter mit dem roten Trikot. Das ist Geoffrey Kamboroa, haben wir ihn vorhin schon mal vorgestellt, hier dann von hinten zu sehen mit der Startnummer 8. Mit dabei vielleicht auch noch zur Vervollständigung Franklin Chepkwono, auch aus Kenia. Wir haben also hier eine kenianische Ausscheidungsrennen. Ja, einer der Top-Favoriten, Kibede, der Äthiopier, konnte ja dieses Tempo nicht mithalten, und aber so ist das nun mal. Und der einzigste Äthiopier, der noch dabei ist, den haben wir schon erwähnt, Abera Kuma mit der Startnummer 12, der nicht namentlich genannt ist, aber doch sehr hoch eingeschätzt wird, auch von Mark Milden. 25-Kilometer-Marke für die Führende, für Shalane Flanagan. Die Orientierung, der kleine Rückstand gilt immer zum Rekord hier in Berlin. Der ist ein bisschen schneller als der Landesrekord der USA. Das ist das eigentliche Ziel für Shalane Flanagan. Da ist sie noch gut unterwegs in diese Richtung. Wilder Eber ist erreicht. Sehr stimmungsvoll, vor allen Dingen nachher, wenn die große Masse des Feldes hier vorbeitobt. Aber auch für die Topläufer heißt das nochmal grüne Lunge, viel mehr Bäume, mehr Schatten, mehr Stimmung als an einigen anderen Passagen. Auch wenn heute sicher überdurchschnittlich viele Menschen an der Strecke sein werden. Denn es ist wirklich, wir betonen es nochmal, brillantes Wetter, perfekte Bedingungen hier zum Marathonlaufen. Und es ist einfach fantastisch, wenn man diese Jungs laufen sieht, wie die auf dem Niveau ja noch mit dem Tempo spielen. Und das machen die tatsächlich noch. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sie zu 30 kommen und wer dann was entscheidet zu tun, um vielleicht eine Entscheidung herbeizuführen. Wobei nochmal das Tempo unglaublich hoch. Vielleicht denken sie sich auch, warten wir doch einfach mal ab, wir sind ja zu fünft. Es hemmt vielleicht den Weltrekord, aber es ist umso spannender,
wenn es dann taktisch wird für den Ausgang. So, nochmal unser Hinweis auf www.sportschau.de. Da können Sie uns Fotos schicken oder mit Jan Fitschen chatten. Der steht dann nicht nur so wie hier in diesem Foto eingefroren, sondern der kann dann durchaus auch in Interaktion treten mit Ihnen. Und die wesentlichen Fragen können wir durchaus auch hier bei uns live im Ersten aufnehmen. Und das erste Mal, Dieter, gibt es einen kleinen Vorsprung im Vergleich zum Weltrekordtempo von Wilson Kipsang. Für mich macht hier Dennis Kimetto immer noch einen grandiosen Eindruck. Man kann nicht reinschauen, das ist klar, aber man versucht ja immer zu interpretieren. Wie sah der vorhin aus? Was für einen Stil hat der? In jedem Fall müssen wir noch mal unterstreichen, es geht hier um eine ganz außergewöhnliche Leistung, auf die die Jungs hier zustreben. Das ist nicht aller Alltagslaufen, das ist auch nicht irgendein Straßenlauf, sondern das ist der Marathon weltweit, der Berlin-Marathon. Und man sieht jetzt mal die zwei Gesichter, Pacemaker und Dennis Kimetto. Dennis Kimetto. Ist ja ein Unterschied. Der Pacemaker ist jetzt am Limit. Er weiß genau, ich habe noch ein, zwei Kilometer, vielleicht auch drei. Und er sieht ja souverän aus, wie alle anderen, die fünf Leute, alle anderen. Toller Eindruck, tolle Läufer. Tolle Performance. Und weil du das so angesprochen hast mit den großen Trainingsgruppen, 100 Mann in Kenia, die sich da jeden Tag auf den Weg machen, für die kenianischen Läufe ist es natürlich auch wichtig, im Land sich zu positionieren. Also das hier ist auch ein prestigeträchtiges Rennen für die einzelnen Läufer. Und in Kenia, wo es ja sehr, sehr schwierig ist, sich in Szene zu setzen bei all den vielen guten Läufern. Insofern laufen die jetzt natürlich auch um so eine Positionierung. Und dieser Lauf wird ja in Kenia auch im Fernsehen gezeigt. Also, da sitzt eine ganze Läufernation davor. Und von den 100 Mann, die sonst hier mit denen auf den Trainingsalltag zumarschieren, da schauen jetzt eben 95 zu Hause zu und denken sich, was machen die Jungs da jetzt? Wer kommt hier durch? Ist es Geoffrey Kamworor, der hier schon mal so weit vorne war, aber den Sprung nach ganz vorne in Berlin noch nicht geschafft hat? Oder ist es doch Kuma, den wir hier rechts am Bildrand sehen, der kleine Äthiopier, jetzt nochmal eine kleine Attacke. Ist das ein erster echter Vorstoß? Mutai ist vorne weggegangen, Emmanuel Mutai, aber das ist, glaube ich, nur wieder der Weg zur Verpflegungsstation. Also da versetzt man schon den einen oder anderen. Kamworor hat da gleich reagiert auf diese leichte Tempoverschärfung hin zur Flasche, so muss man es ja sagen. Da sieht man schon, wie nervös das Rennen jetzt auch mit zunehmender Distanz wird. Natürlich, vor allem, wenn natürlich jetzt der Anschluss verloren wird, dann ist es ziemlich schwierig, je länger das Rennen dauert. Deswegen versuchen die verabschieden sich jetzt da gerade. Jetzt ja. Gerade ciao, ciao. Auch beide, auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Normalerweise hätte man natürlich schon gerne gesehen, wie noch der eine Tempomacher einen Kilometer weitergegangen ist. Aber tolle Arbeit. Und Mutai, ich glaube, es ist er. Ja, der scheint sozusagen in der ersten Euphorie jetzt doch das Zepter in die Hand zu nehmen. Und man sieht auch jetzt Getränkesituationen. Der eine hat nach der Flasche gegriffen. Es wurde unruhig und jetzt wird es schwierig, diese Lücken wieder zuzumachen. Und ich kann mir vorstellen, dass seine beiden Kinder, Tony und Alain, die sind 4 und 6 zu Hause, jetzt ausflippen, wenn sie sehen, dass Papa hier an die Spitze stürmt. Übrigens ein riesen Fußballfan. Chelsea ist sein Verein. Und dann sah man auch gleich eine Veränderung in der Art zu laufen bei Mutai. Da kam die Brust noch mal so ein bisschen hoch, macht sich noch mal ein bisschen, groß. Körpersprache ist so wichtig dann. Wobei, warum er nicht Borussia Mönchengladbach-Fan ist, weiß ich nicht. Aber ich werde mit ihm noch mal reden. Ja. Also diese Situation jetzt, Verpflegungsstation, Ausstieg der Tempomacher hat die Gruppe gesprengt. Chepkwoni, den wir hier sehen, kann da nicht mehr folgen. Nochmal, das ist absolutes Welttop-Niveau, das wir hier sehen. Und es wird jetzt auch schwierig, um nicht zu sagen, fast unmöglich, wieder ranzulaufen.
Und auch Kuma hat den Anschluss da kurz verpasst. Der hatte ja schon zwei, dreimal Probleme der Verpflegung. Ja, sein Blick ist ein anderer Blick, sein Blick ist ein fokussierter. Der zieht sich da ran am seidenen Faden, sagen wir immer so schön. Den sehen wir jetzt nicht, aber er sieht ihn. Und das ist wichtig. Ich bin davon überzeugt, er kommt wieder rein. Und wir reden hier, die sehen das, grüner Bereich, 24 Sekunden unter Weltrekordtempo. Jetzt wollen wir nicht gleich rumspinnen, aber da sind ja die nächsten kleinen historischen Marken möglich. Unter 2:03, das ist so unvorstellbar schnell. Wir wollen das gar nicht. Nein, wir schauen uns dieses Rennen an, genießen wir das. Die drei laufen das heute aus in Berlin. Und der, wo da gewinnt, hat ganz sicher eine irre Zeit. Und der, wo Zweiter, Dritter wird auch. Und der, wo Vierter wird, auch noch eine irre Zeit. Einfach mal genießen. Aber es ist schon ein Phänomen. Also charakterisieren wir die doch mal ein bisschen. Der stolze Mutai vorne, der jetzt hier Selbstbewusstsein zeigt und die anderen wissen lässt, ich bin der Mann, an dem ihr erstmal vorbei müsst. Ich laufe jetzt mal hier vorne weg. Kimetto macht immer noch den Eindruck dieses edlen, lang aufgeschossenen Läufers. Macht den Eindruck, als würde er noch spielerisch dahinterher stapfen. Und dann rechts dahinter Kamvoror, der Mann, der zeigen will, dass er in Berlin auch ganz nach vorne laufen kann. Okay, jetzt lassen wir mal diese Körper-Kaffeesatzsprache sein, sondern gucken wir mal, was kann wer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Mutai ist der Mann, der natürlich sehr viel Erfahrung hat, der natürlich viele große Rennen nach Hause gelaufen hat, der die Strecke kennt, der ja weiß, wie sich das anfühlt. Also da würde ich mal sagen, viele Fakten sprechen bei dem Rennverlauf jetzt für Mutai aus meiner Sicht. Aber immer noch open, ja? Nee, ganz offen bin ich da nicht. Man muss, darf ja auch ein bisschen Fan sein, oder? Absolut. Wir sind auch weiterhin Fan von Falk Schipinski rechts am Wilden Eber. Der hat sich wieder sortiert mit seinen beiden Tempoläufern, ist er da unterwegs. Strebt immer noch eine gute Zeit und eine gute Platzierung an. Sieht auch nicht angefasst oder angegriffen aus. Im Gegenteil, da haben wir ihn schon viel schlechter unterwegs gesehen. Hatte ja lange Jahre Probleme mit Seitenstechen, die immer wieder aufgetreten sind. Hat da große Anstrengungen unternommen, hat sich sogar operieren lassen, um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen. Hoffen wir, dass er weiterhin, so wie wir ihn jetzt hier erleben, laufen kann. Macht einen offenen, wirklich flüssigen Eindruck. Und die Fans natürlich begleiten ihn hier mit viel Applaus am Bild neben. Ich habe ihn selten so entspannt laufen sehen. Selten. Und ich muss auch sagen, 30 Sekunden können wir ihm gut schreiben. Das malen wir einfach von hier aus. Die Anna, die will gar nichts gut geschrieben haben. Die will zeigen, dass sie sich entwickelt hat. Dass sie das knallharte Training, wir hatten es angesprochen, mit Renato Canova nutzen kann, um hier über die Marathondistanz sich weiterzuentwickeln. Hat zum ersten Mal in der Vorbereitung einen Lauf über 45 Kilometer Länge, also einen durchgängigen Lauf über 45 Kilometer Länge absolviert. Und wieder klingt sie sich ein Lachen aufs Gesicht. Das ist wirklich absolut faszinierend. Wahrscheinlich singt sie jetzt irgendeinen lustigen Song, nehme ich mal an, nach dem Konzept. Das ist schon ein Phänomen. Und nochmal an die Zuschauer zu Hause, wer noch nicht Marathon gelaufen ist, die kleine Info ab jetzt. Tut es richtig weh. Da ist da richtig Anspannung und sie lächelt das alles weg. Ich will ja dem Laufexperten Dieter Baumann selten widersprechen, aber ich hatte ja einfach mal gesagt, der Kimetto, der ist noch da. Und die beiden, die duellieren sich jetzt da vorne. Das ist schon eine Wahnsinnssituation. Erst geht der eine, schon kommt Mutai und setzt die nächste Tempospritze. Und wir bewegen uns schon. Schauen Sie sich das an, in absolutem Weltrekordtempo. Das ist der reine Wahnsinn, und was wir hier sehen. Es ist natürlich sehr früh. Also es sind noch 10 Kilometer zu laufen. Und die zwei, das sieht ja für mich jetzt so aus, dass es hier auch darum geht, dem anderen zu signalisieren, ich bin die Nummer eins. Also auch psychologisch. Und jetzt mischt noch unser Dritter mit, der also sagt, hallo Freunde, ihr könnt euch ja da duellieren, wie ihr wollt, aber ich bin auch noch da. Der letzte Kilometerschnitt war 10 Sekunden schneller als der Durchschnitt davor für die Experten. Der letzte Kilometer war in 2 Minuten 46
runtergedonnert, sage ich mal. Das ist ja kein Marathonlaufen, das ist Donnern, was die hier machen. Das ist unfassbar stark, was wir hier sehen von drei Mann. Kamworo rings, rechts im Kenia-Trikot. Mutai, der Mann, den Dieter Baumann als seinen Favoriten erklärt hat. Und Dennis Kimeto. Ja, und so viel Vorsprung hat der Falk Schepinski vor der Shalane Flanagan gar nicht. Zeigt nur, wie wahnsinnig stark auch die führende Frau unterwegs ist. Immer noch gut behütet von ihren Tempomachern, die hier eine perfekte Basis legen für ihre Situation. Und Dieter, sowas habe ich aber auch selten gesehen. Auf dem Niveau, wir bewegen uns unter Weltrekordtempo. Das ist schon häufiger angelaufen worden, unter Weltrekordtempo, aber dann nicht durchgehalten worden. Das ist ja hier schon Ausscheidungsrennen im Niveau eines 10.000-Meter-Laufes. Das ist unfassbar. Aber das muss man auch sagen, auch vom Kamworo, der ja hier die Körpersprache mitmacht, der ja hier nicht sagt, so, ich verstecke mich jetzt mal, sondern wenn die Möglichkeit gibt, zeigen sie sich. Ich bin mal gespannt, ob dieses Konzept, man sieht mal die Split-Times, ja, 2,50, 2,46, 2,46, also ja, haben sie unbedingt zeigen wollen, so Freunde, wir sind drauf, wir sind dran und absolut tolles Match-Race jetzt noch, ich sag's nochmal, noch 9 Kilometer. Entscheidend ist ja, Dieter, dass da links unten 32,8 Kilometer schon absolviert sind. Und auf dem Niveau machen die jetzt hier ein Ausscheidungsrennen. Und auch das gehört dazu. Den ersten und den letzten gebührt der größte Respekt. Und das ist im Moment der auf der letzten Position, naja, gehende. Und man sieht auch mal, wie bequem die Besenwagen geworden sind. Aber wieder zurück zur Spitze. Die drei brauchen keinen Besenwagen, sondern hier geht es wirklich in Sphären, die man noch gar nicht zu Ende denken will. Und bevor wir gleich uns dem Finish der Männer hier zuwenden, wollen wir noch kurz eine Zwischensituation abfragen bei Jens-Jörg Rieck. Anna Hanna schüttelt sich, alles aber trotzdem hoffentlich im lächelnden Schütteln, oder? Ja, im lächelnden Schütteln. Und das sieht wirklich gut aus, was sie machen. Und für mich beeindruckend, ich dachte ja immer, ich habe den besten Job hier bei diesem Marathon. Was Marcel Bräutigam da als Führender, als Pacemaker für die Anna macht, der macht hier noch zwischendurch die Bälle für das Publikum. Es sind mehr als 27 Kilometer gelaufen. Das ist beeindruckend. Hermann Achmüller, der Südtiroler, läuft mehr oder weniger immer links neben der Anna, schenkt ihr ab und zu so jeden Kilometer ein Lächeln. Aber die wichtige Rolle in Front, die hat Marcel Bräutigam. Und was der macht, ist absolut top. Mal ganz unabhängig davon, dass Anna hier super läuft. Hier sehen wir das nochmal, die Konstellation vorne mit der 69. Das ist angesprochener Marcel Bräutigam und rechts daneben Hermann Achmüller. Anna Hanna eingepackt in ihrer Gruppe. Auf dem Weg weiter nach vorne. In der Gesamtwertung ist sie immer noch auf Position 8 bei Kilometer 25 unterwegs. Hat etwa 4 Minuten 20 Rückstand auf Shalane Flanagan, auf die führende Amerikanerin. Aber nochmal, die läuft in Richtung unter 2 Stunden 20. Also eher im Bereich des deutschen Rekordes von Irina Mikitenko oder eben im Bereich des amerikanischen Rekordes. Und da wie sie. Man hat es gerade gesehen bei der Anna, wie sie ja immer noch reden kann, sich unterhalten kann. Also die Stimmung scheint perfekt. So, hier sehen wir das nochmal. Jetzt hat die Weltrekordplakette Rückstand auf die Führenden und es geht in die Entscheidung. Kamworo, der muss jetzt kämpfen, damit er hier dran bleibt, denn Kimeto setzt den nächsten Akzent. Nochmal eine Tempoverschärfung von dem Mann, ich sag's ja ungern, Dieter, aber den ich hier für den Stärkeren halte. Alle drei sind stark. Alle drei sind stark. Das muss man wirklich sagen. Egal, wer das hier für sich entscheidet, das ist absolut irre, absolut top. Wettkampf, Wettbewerb und auch so früh, dass Kimeto so früh jetzt Entscheidungen sucht, gilt für alle drei, die ja immer wieder sich zeigen.
Es sind ja noch eine ganze Strecke zu laufen. Es ist Weltrekordtempo, bei der 45 Sekunden schneller. Das heißt, für die zwei Leute muss ja klar sein, denjenigen, den ich jetzt mitziehe, und wenn der nachher im Sport gewinnt, dann hat der den Weltrekord. Also sie legen jetzt wirklich die Karten auf den Tisch. Sieht man ganz selten. Und ich glaube, auch in dieser Konstellation ist dann so eine Leistung dann, wie wir sie jetzt sehen, möglich. Und ich glaube nicht, dass sich die zwei so vertun, dass die nachher noch einen Einbruch erleiden. Also man muss hier wirklich damit rechnen, dass die zwei ernst machen und das Ding auch einigermaßen heimlaufen. Und bei 45 Sekunden Vorsprung ist es schon in Richtung Weltrekord. Also das wäre für mich so unfassbar und unvorstellbar, dass wir zwei Jahre in Folge hier einen Weltrekord erleben. Wir sind auf dem Kudamm, es geht auf die Gedächtniskirche zu. Dafür haben die Jungs jetzt gar keinen Geist und keinen Blick. Es geht geradeaus in Richtung Ziel und es ist ein mörderisch hohes Tempo. Das müssen wir einfach mal sagen. Auch Geoffrey Kamworor wird in einer brutal schnellen Zeit, wenn er denn nicht noch hier völlig einbricht, und im Moment macht er nicht den Eindruck, nach Hause kommen. Er hat Sichtkontakt, er zieht sich da an den zwei ran und spekuliert vielleicht auch, dass die sich verzocken. However, es ist fantastischer Wettkampf. Und es geht, wenn wir hier diese Zeiten wirklich verfolgen, für den Sieger nachher um 120.000 Euro. Und das ist jetzt ja in unseren Maßstäben schon viel Geld. In Kenia, Dieter, ist das ein Vermögen. Das ist das Auskommen für eine ganze Familie. Und die Jungs, die wir hier sehen, die stammen aus ärmlichen Verhältnissen. Die haben in ihrer Karriere schon dafür gesorgt, dass ihre Familien jetzt Wasseranschluss, dass sie jetzt elektrischen Strom haben. Das sind die Basisvoraussetzungen, über die wir hier reden. Wir reden hier nicht über eine behütete Jugend, die durchlaufen haben, oder geordnete Verhältnisse zu Hause, sondern die kommen aus Situationen, die als schwierig zu bezeichnen sind. Und vielleicht muss man auch aus diesem Hintergrund kommen, um den Kampfgeist und den Geist des Laufens so in sich zu haben, wie die beiden hier, Mutai und Kimeto. Die machen das hier, wenn nichts weiter täuscht, unter sich aus. Also was eindeutig ist, glaube ich schon, beim Marathonlaufen, beim schon Langstreckenlaufen geht es auch um ein Stück Leidensfähigkeit. Wie groß ist meine Leidensfähigkeit? Und so hart es klingt, man möge mir das nachsehen, aber Menschen, Kinder, Jugendliche in Afrika werden auch in ihrer Leidensfähigkeit aufgrund ihres Umstand des Lebens auch trainiert. Da geht es nicht nur um Laufen, sondern da geht es auch darum, dass man in so Situationen ja, diese Grenze verschieben kann, bereit ist, sozusagen das einzugehen. Und hier kommt die nächste Attacke von Dennis Kimeto, der den Mutai hier ganz schön unter Druck setzt. Mutai beißt sich da fest, versucht da jetzt auch im Windschatten, im direkten Windschatten hinter Kimeto irgendwie dran zu bleiben. Kamworor 10 Sekunden Abstand, das Ganze deutlich unter Weltrekordtempo. Wir haben noch etwas über 7 Kilometer zu laufen. Das ist immer noch relativ lang, aber es ist natürlich brutal schnell. Wir werfen einen Blick auf Tsegaye und Tadese. Das sind die beiden nachfolgenden Frauen hinter Shalane Flanagan. Auch Bekele haben wir gesehen und die haben die jetzt überholt. Das war noch die letzte Einblendung, die ich gesehen hatte bei Kilometer 30. Und Shalane Flanagan ist jetzt überlaufen worden, gleich von drei äthiopischen Läuferinnen, die den defensiven Kurs gewählt haben. Also langsam anlaufen, und Tsegaye jetzt in der Führungsposition. Auch die mit ihrer Bestleistung noch ein bisschen höher einzuschätzen als Shalane Flanagan. Also vielleicht zu aggressiv die ersten 25 Kilometer der Amerikaner. Also auch da ein spannender Wechsel in der Führung, aber wir kommen hier jetzt in den absoluten Grenzbereich für die beiden. Dieter Baumann hat es gesagt, wer kann jetzt noch mehr leiden, denn darauf wird es ankommen. Wer kann sich hier noch mehr durchpowern durch die letzten Kilometer? Und es ist immer noch ein gutes Stück Wege. Es ist, geht ja jetzt immer noch weiter Richtung Ostteil der Stadt. Und dann der Knick über den Gendarmenmarkt unter den Linden. Das ist noch hin. Es sind noch Kilometer. Wir sind noch nicht mal am Potsdamer Platz angekommen. Und die pushen hier weiter und
vergrößern den zeitlichen Vorsprung auf die Weltrekordmarke. Wir bewegen uns wieder in Richtung historisches Rennen in Berlin. Und wenn die Absicht von Dennis Kimetto das war, dass er irgendwann eine Frühentscheidung herbeiführt, dann ist das erstmal misslungen. Und mit der Situation muss er jetzt erstmal zurechtkommen, weil Mutai, er spürt ihn, er hört ihn, er sieht ihn sogar, wenn er kurz mal einen kleinen Blick nach hinten wirft. Und diese Situation ist jetzt, würde ich mal sagen, erste Attacke missglückt. Und Mutai macht sich's vermeintlich einfach, ist jetzt dran. Und jetzt gibt es keine Kaffeesatzleserei mehr. Wir sehen zwei doch, ja, angestrengte Gesichter. Leute, die jetzt am Limit sind und tatsächlich am Limit sind. Wir reden hier von zwei Läufern, die in Bereichen vorlaufen, wo noch keiner vorher war. Mutai, ist das die nächste Attacke? Das ist die nächste Attacke. Kimetto geht mit. Faszinierend. Es ist ein Spiel der Psychologie. Sie wollen sich immer signalisieren, ich bin stark, denk dran, du kriegst mich nicht los. Das ist die Aufgabe von Mutai, und Kimetto sagt sich, ich will weglaufen, so sah es gerade aus. Aber es ist tatsächlich ein Showdown, den wir hier jetzt erleben dürfen. Wilson Kipsang, Weltrekord. Patrick Macau, 2011, Weltrekord. Haile Gebrselassie, das war Weltrekord. Wir sehen hier zwei Männer, die das Ding hier unter sich ausmachen. Er wirkt immer noch sortiert. Der kurze Blick darüber in das angestrengte Gesicht von Emmanuel Mutai. Aber wir dürfen uns jetzt hier nicht mehr täuschen lassen. Darum geht es jetzt nicht mehr. Das ist nur noch, was im Kopf hier vor sich geht. Schaffe ich das, den anderen mental niederzuringen? Sind meine Beine diesen Hauch besser als die meines Konkurrenten? Also ganz ehrlich, meine Damen und Herren, das ist Laufsport, das ist Leichtathletik hier. Und die das zwei, Duell der beiden. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Die zwei kennen die Situation. Letztes Jahr in Chicago, Platz 1, Platz 2. Kimetto konnte das für sich entscheiden, Mutai war Zweiter. Beide hatten dieselbe Konstellation, fast im gleichen Leistungsbereich, ja, ich würde sogar sagen, eine Minute langsamer, aber immer noch 102,04. Unfassbar. Es ist ein Phänomen, die zwei. Spricht auch für die Athleten, dass sie sich nicht aus dem Weg gehen. Wie einfach wäre es gewesen zu sagen, der eine läuft in Berlin, der andere läuft in New York. Nein, beide wollten in Berlin, weil sie wissen, dass es hier schnell wird. Bevor wir zur Entscheidung bei den Männern kommen, nochmal der Blick auf Tsegaye, die sich hier einen kleinen Vorsprung gegenüber ihre Landsfrauen herausgelaufen hat. Shalane Flanagan kann nicht mehr ganz das Tempo hochhalten. Das ist nochmal in der Wiederholung dieser kurze Augenblick. Und da ging schon ein Zucken über das Gesicht von Shalane Flanagan, als da gleich drei Äthiopierinnen an ihr vorbeikamen. Das war auch interessant. Sie wirkt immer konzentriert. Ja. Und dann kommt die Situation und in dem Moment öffnet sie sich. Reine Interpretationssache, gut oder schlecht, aber interessant ist es, dass es tatsächlich auf diesem Niveau dann passiert. Kurzer Blick auf das Feld, die von dieser Parforce-Jagd sowohl bei den Männern als bei den Frauen nichts mitbekommen. Die fragen dann im Ziel, was ist eigentlich passiert? Der ein oder andere kriegt dann mit, ja, da vorne ist Weltrekord gelaufen worden. Anna Hana, wir machen noch mal die Rundreise durch unsere Spielfelder hier in diesem Feld, bevor wir zur Entscheidung bei den Männern kommen. Ist sehr gut unterwegs auf Position 8. Und wir wollen noch mal bei Jens-Jörg Rieck nachhören, wie die letzten Meter verlaufen sind. Auch wenn Anna im Moment nicht lächelt, ich bin ganz sicher, sie findet gleich wieder ein Lied zum Lachen. Da haben wir aber Glück, dass wir jemanden haben, der definitiv lächelt. Denn Elisa ist ja auch noch neben uns. Das ist der Vorteil bei Zwillingsschwestern. Wir hatten gerade die Situation, dass Marcel Bräutigam raus ist nach kurzen Absprachen. Können Sie erklären, was da passiert ist? Ja, es war geplant, dass er bis Kilometer 30 Tempo macht. Und dann hat er sich nochmal beim anderen Tempomacher erkundigt, ob der sich gut fühlt, ne, dass der jetzt in 2 Kilometern aussteigt. Aber der hat gesagt, dass er sich gut fühlt und einer weiterhin begleiten wird. Projekt persönliche Bestleistung hängt auch immer viel mit der Verpflegung zusammen. Ab 25 Kilometern gab es dann das Gel und das Wasser als Gemisch dazu. Auch das alles absolut genau im Plan, oder? Genau, oft
Sie liegt auf dem Kurs 27.00 und spult die Kilometer super konstant ab. Alles klar, vielen Dank. Ja, auch da wäre natürlich der Schritt unter die nächste Marke. Ganz schön hier nochmal das Abklatschen zwischen Hermann Achmüller und Marcel Bräutigam. Der eine geht dann raus und dann hat die Anna noch einen ihrer persönlichen Begleiter dabei. Aber sie bleibt ja in dieser Gruppe logischerweise. Auch das gibt ihr das Gefühl mitzuschwimmen, dass man nicht jeden Meter und jede Kurve alleine erarbeiten muss, sondern da entsteht natürlich auch so ein kleiner Sog, so ein bisschen Druck aus den anderen, die um einen herum sind. Das Trappeln der Schuhe, das Atmen der Läufer, das kriegt man ja schon alles mit, auch wenn man es natürlich verspielt im Laufe eines Marathons. Ja, und der Hermann Achmüller als super erfahrener Marathonläufer mit diesem Schleicherstil, der fasziniert mich ja auch jedes Jahr wieder. Aber das passt durchaus auch von der Schrittlänge, weil er ja nicht so einen ausladenden Schritt hat, zu den Frauen, die in der Regel ja doch ein bisschen kleiner sind, die er begleitet. So langsam kommen wir in Richtung der Entscheidung, in Richtung des Ziels. Chimetto macht noch mal 2-3 schnelle Schritte vorne. Er will keine Spurtentscheidung. Er will vorher schon wegkommen von Emmanuel Mutai. Ist das die entscheidende Situation? 1:50 gelaufen. Noch 7-8 Minuten vielleicht. Kilometer 38 ist hier rechts kurz im Blick. Und Dennis Chimetto macht den Antritt. Kann das schon die Entscheidung sein? Mutai geht noch mal nach rechts rüber, versucht da jetzt den kürzesten Weg auf der blauen Linie. Wirklich keinen Zentimeter mehr verschenken und vielleicht doch noch mal hinzukommen. Aber das ist ja so ungemein schwer. Diese 7, 8, 9, 10 Meter, die es jetzt ganz schnell geworden sind. Ist das noch möglich, Dieter? Ja, du merkst, ich bin ein bisschen sprachlos. Ja, absolut, ja. Also es ist, ich kann da wirklich nur mit großer Bewunderung zuschauen. Es ist möglich. Also ich sage jetzt mal, der Mutai läuft ja jetzt nicht als Neuling. Der weiß ja, was er da tut. Diese Attacke konnte er nicht mitgehen. Aber er sagt sich halt, mein Gegner weiß ja auch nicht, was da kommt. Und es sind eben noch 4 Kilometer. Und wenn der Dennis Chimetto nur wegläuft um des Weglaufens willen, in 2 Kilometer kann der Ofen aus sein. Alles, was wir hier jetzt sehen, weiß von diesen zwei nicht, wie es ausgeht. Wir auch nicht, wir können es nur bewundernd beobachten. Aber ich bleibe dabei, Mutai, das ist möglich, dass der da mal nochmal ranläuft. Wir sind in der Straßenschlucht mitten durch den Potsdamer Platz durch. Hier haben wir das nochmal schön von oben eingefangen. Geradeaus geht es hier die Leipziger Straße runter. Da kann man es rollen lassen. Da muss man sich nicht konzentrieren. Aber die fighten hier um jeden Zentimeter Asphalt. Und es geht ja wirklich um so viel. Egal, wer jetzt hier als Erster ankommt, es wird vermutlich wieder Weltrekord werden. Es ist unglaublich. Also rollen lassen. Eine Position in der Geschichte des Laufsports einziehen. Wahnsinn. Also rollen lassen ist vielleicht der etwas falsche Ausdruck. Na, die machen hier Druck. Die machen hier absolut Druck. Die sind am Limit beide. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. 3 Kilometer. Lange 3 Kilometer. Faszinierend auch der Wechsel. Auf der Straße geht auch Chimetto jetzt auf die blaue Linie, um die Geradeauslinie in Richtung Ziel zu haben. Mutai macht für mich jetzt sogar fast wieder den Eindruck, als könnte er 2-3 Schritte wieder näher ranrutschen. Du hast es gesagt. Wobei die Perspektive hier jetzt von oben sieht man natürlich. Ja. Was heißt ein weiter Abstand? Wir reden von 42 Kilometern, die gelaufen, die haben. Da ist das natürlich gar nichts. Und trotzdem eben für den Sieg vielleicht ein zu großer Abstand. Dennis Chimetto macht vorne immer noch einen super Eindruck. Der ist hier in einem exzeptionell schnellen Tempo unterwegs. Immer noch vergleichsweise lockeres Schwingen in den Armen, flüssiger Laufstil. Und das Gesicht, ich finde, das ist wirklich ein unglaublich edler Eindruck, der sich hier vermittelt bei diesem absoluten Weltklasse-Mann. Die Augen geradeaus fokussiert, das Ziel auch sichert, so klar im Kopf, dass er weiß, jetzt geht es hier darum, Weltrekord zu laufen. Die Orientierung fehlte ihm in Chicago. Da hat man ihm nicht gesagt, wo er steht. Und er hat dann nachher gesagt,
Mensch Leute, ihr müsst mir doch sagen, auf was für einem Tempo ich unterwegs bin. Er war so nah dran. Hier nochmal die letzten Kilometer. Es ist ein bisschen langsamer geworden. Man sieht auch, wir interpretieren einen Zwischenspurt und glauben, sie werden schneller. Aber im Grunde genommen halten sie im Moment dieses Tempo rund um 2,50, 2,56. Und unsere Interpretation immer, jetzt kommt die Attacke. Im Grunde genommen ist es ein Spiel mit der Leidensfähigkeit, mit dem, dass man das Tempo hält oder eben nicht hält. Dennis Kimetto, ist das der Name des neuen Weltrekordlers in Berlin? Ist er der Mann, der auf der Ziellinie die Nase vorne hat? Mutai geht wieder nach links rüber. Er weiß, da hinten kommt gleich der Linksknick. Bewegt sich letztlich hier auf der blauen Linie. Kimetto weiter rechts, der muss jetzt dann diesen Weg dann noch mal rüber machen. Kurzes Gesichte verziehen, aber das macht er immer, um den Schweiß loszuwehren. Dennis Kimetto, schön nochmal nachgereicht von unserer Regie. Das sind diese Kleinigkeiten, das sind jetzt wirklich Kleinigkeiten. Aber wir reden ja hier von Weltrekord, da zählen diese Kleinigkeiten, addieren sich auf zu dieser Distanz. Und man sieht beide, die haben beide einen irre Laufstil, einen Schritt, hier gibt es keine, wie man das oft sieht bei Marathonläufern, dann die letzten zwei Kilometer, dass sie die Spannung nicht mehr halten können. Die zwei, die absolute Top-Performance, Top-Spannung. Und da ist noch nichts entschieden. Wir haben noch. Ich glaube auch nicht. Da ist noch nichts entschieden. Natürlich sieht es im Moment eher für Kimetto aus, aber Emmanuel Mutai kann da immer noch eine Attacke reiten. Er hat noch lange Zeit. Abstand wird größer. Kimetto mit seinem langen, raumgreifenden Schritt eilt da jetzt vorne weg. Hat den entscheidenden Tempovorstoß bis hierhin gesetzt. Zieht das Ding von vorne. Und was haben wir bis jetzt schon für ein faszinierendes Ding erlebt? Immer wieder Tempoverschärfung. Mal Mutai, mal Kimetto. Die anderen müssen abreißen lassen. Unruhe an den Verpflegungsstationen, was da schon los war. Und wir bewegen uns trotzdem deutlich unter Weltrekordtempo. Aber das Rennen geht noch knapp 6 Minuten. 6 Minuten können ganz, ganz, ganz lang werden. Ich hoffe für beide, dass sie aufgrund ihres Pushens nicht dann so überzogen haben. Noch ist das Polster 43 Sekunden stark. Emmanuel Mutai nur 7 Sekunden dahinter. Und man stellt sich vor, der Mann wird Zweiter und bleibt auch noch unter der Weltrekordmarke. Ein absolutes Phänomen. Von beiden Athleten. Kimetto immer wieder ganz kurz der Blick zurück. Ist er noch da? Wie weit habe ich Vorsprung? Gibt ihm jetzt Sicherheit. Jetzt ist kein ängstlicher Blick zurück, sondern der Blick zurück, wo er genau weiß, jawohl, den habe ich auf Distanz. Und ich hoffe, dass sein körperliches Gefühl ihm auch sagt, ich komme durch. 3 Minuten, langsamer geworden jetzt. Ein absoluter Tanz am Limit. Und wir erinnern uns, da waren ja gepushte Kilometerabschnitte dazwischen. Zwischen 2,30 und 2,45 hat sich das bewegt. Jetzt müssen sie dem Tribut zollen. Sie haben das Polster, keine Frage. Aber das ist auch schnell weg hinten raus. Das ist sogar sehr schnell weg. Ein wahnsinniges, risikoreiches Rennen von beiden gelaufen. Und nochmal, ich hoffe, dass ich das vermittle. Dieser Blick, diese Figur, dieser Ausdruck dieses Mannes, der hier Weltrekord laufen kann. Hier geht's die letzten Kurven, Gendarmenmarkt, da hat er keinen Sinn, keinen Blick dafür. Dann geht's nochmal links rum auf unter die Linden und dann strebt er Richtung Ziel. Hier kriegt man mal beim Parallelfahren des Motors eine Idee, was das für ein Tempo ist. Der Mutai hat immer noch Sichtkontakt. Hier ist und ich glaube, der versucht es gleich nochmal, ganz klar. Wenn er nur ein Funken an Energie verspürt, wird er das versuchen. Das ist ja völlig klar.
Aber Kimetto sieht souverän aus. Er weiß, was er hier jetzt macht und ja, das Ziel ja eigentlich fast schon vor sich. Zehn Sekunden ungefähr der Abstand von Kimetto zu Mutai. Die haben sie jetzt auch noch mal verloren. Also auch in Richtung Weltrekord wird das schon noch eng. Auf den letzten 300-400 Metern noch mal fast 10 Sekunden eingebüßt. Brandenburger Tor, da müssen sie noch durch. Und dann dahinter, links erst, geht es in Richtung Ziel. Ich genieße jetzt einfach diesen Zieleinlauf, ob Weltrekord oder nicht. Ein phänomenaler Athlet hier. Beide. Hab ich selten erlebt. Lassen Sie mich das noch ganz kurz sagen, meine Damen und Herren. Dieter Baumann fast sprachlos, ob dieser Vorstellung, die wir hier jetzt gerade sehen. Dennis Kimetto. Nicht mehr ganz so rund, aber worüber reden wir hier? Wir reden darüber, dass der jetzt alles noch zusammennimmt, was er noch hat, um hier diese unfassbare Marke im letzten Jahr erst aufgestellt zu knacken. Er sieht jetzt das Brandenburger Tor. Da unten leuchtet die Zeit vor ihm auf. Also er kann jetzt nicht sagen, ich wusste nicht, wo es lang geht und wie es geht. Am Limit. Ja, jetzt wird er absolut angezogen. Am Limit. Jetzt wird er angezogen vom Brandenburger Tor. Also der, wie ein Magnet sozusagen. Aber er guckt noch mal nach hinten. Ist der Mutai weit genug weg? Dann gleich wieder die Frage, durch welchen Kanal laufen sie durch das Brandenburger Tor? Haben wir auch schon gesehen, dass es da Irritationen gab, dass sie falsch einsortiert wurden. Hoffentlich geht das heute alles klar. Nochmal der Hinweis da vom Streckensprecher. Jawohl, das ist Weltrekordtempo. Das hat er natürlich jetzt auch im Gefühl, im Kopf. Aber er will jetzt dahin. Da durch das Tor durch und zum Ziel. Applaus nimmt natürlich zu. Die Zuschauer am Pariser Platz stehen da jetzt dicht gedrängt. Auch sie werden ja Zeuge eines faszinierenden, eines einzigartigen Laufes. Emmanuel Mutai kommt nicht mehr hin. Es wird Dennis Kimetto werden, das ist jetzt schon klar. Und auch wir springen jetzt hier schon mal auf, weil jetzt können wir ihn dann gleich leibhaftig sehen. Den Dennis Kimetto, da kommt er angetanzt, versucht hier nochmal Druck zu machen, sowas wie einen Endspurt hinzulegen. Der Abstand täuscht, Emmanuel Mutai ist weiter weg, der wird hier Zweiter werden in einer überragenden Zeit ebenfalls. Wir sind auf der Zielgeraden, das ist die Perspektive, die der Kimetto selber hat. Das Ziel kann er ahnen, es sieht eher aus wie eine Wand für ihn, auf die er zuläuft. Da irgendwo ist das Zielband, die Zuschauer springen jetzt hier alle auf. Unfassbar. Es kann schon wieder eine neue historische Marke geben. Die Zuschauer schütteln den Kopf hier so schnell und so früh. Das hatte keiner zu träumen gewagt. Er stürmt hier an uns vorbei. Dennis Kimetto auf dem Weg zum Weltrekord. Und es wird die erste Zeit unter 2 Stunden und 3 Minuten. Ein Stück Sportgeschichte eingerissen von Dennis Kimetto. 2:02:57. Unfassbar, unfassbar. Der zweite kommt auch angestürmt. Emmanuel Mutai. Auch der bleibt unter dem alten Weltrekord. Es ist sensationell, 2:03:13, überragendes Ergebnis. Die beiden Laufhelden von Berlin, Dennis Kimetto, der neue Held, und Emmanuel Mutai haben sich gegenseitig zu dieser unfassbaren Leistung getrieben. Das ist Marc Milde, der Mann, der so schlecht geschlafen hat und jetzt am Ziel der Träume ist für jeden Marathonveranstalter. Die können sich noch gar nicht freuen. Da sehen wir, wie die alles aus sich rausgepumpt haben. Den letzten Tropfen Energie rausgepresst haben.
Er hat sein Glücksarmband um Denis Kimetto geschenkt bekommen von einem Freund. Und er ist der neue Weltrekordhalter und er kann es noch nicht realisieren. Es ist alles noch viel zu unter dem Eindruck dieses unglaublichen Rennens. Jetzt der erste Jubel des Weltrekordlers. Denis Kimetto. Aber die Zuschauer, die warten nach vorne. Gebt ihm noch ein paar Sekündchen. Gebt ihm noch ein paar Sekündchen. Da kommt der Dritte. Ja, das ist der Mann, den wir so lange vorne erlebt haben. Es ist Abera Kuma, der Äthiopier, der so große Probleme an den Verpflegungsstellen hatten und auch der noch in einer absoluten Weltklassezeit unterwegs. Und das ist schon fast bitter, wie das verblasst vor den Leistungen der beiden Führer. Also das kleine innerafrikanische Duell haben die beiden Kenianer gegen den Äthiopier heute für sich entschieden. Die Weltrekordmarke bleibt bei den Kenianern, nachdem zuletzt Haile Gebrselassie, das große Idol der Äthiopier, den Weltrekord für die Läufernation Äthiopien sichern konnte. Aber das ist der neue Mann, Denis Kimetto, dieser so stolz und elegant laufende, feingliedrige Typ aus Kenia. Kuma als Dritter in Richtung Ziel. Das wird eine Zeit noch unter 2 Stunden 6 Minuten überragend. Abera Kuma 2:05:56 und er ist 3 Minuten fast hinter dem Sieger und dennoch mit einer starken Zeit auf dem Podium hier in Berlin. Wow, das war ein Zieleinlauf, unglaublich. Falk Schepinski hat noch ein paar Meter. Macht jetzt auch einen etwas angefassteren Eindruck insgesamt, aber wir haben es mehrfach gesagt, Dieter, das ist sicher einer der besseren Läufe in seiner Karriere, die der Falk hier in Berlin nochmal zusammenkriegt. Kilometer 39 jetzt passiert. Und man darf ja auch bei Kilometer 39 angefasst sein. So, dann gehen wir noch mal kurz zu Jens Olkrieg. Habt ihr da überhaupt was mitbekommen von dem Weltrekord vorne oder geht das irgendwie im Frauenfeld unter? Natürlich, Ralf. Wir haben hier mitgejubelt auf dem Motorrad und ich hab's Lisa herübergerufen und dein erster Kommentar war auch? Krass, Wahnsinn. Also unglaublich. Und der 2:03, das ist herausragend. Und wir haben natürlich logischerweise das Auge immer bei der Anna auch gehabt. Es geht in die Schlussphase. Der Ralf hat immer gerätselt wegen der Playlist. Das können wir jetzt auflösen. Wir wissen, welche Musik jetzt im Kopf von der Anna ist. Lisa, erklärt es uns am besten selbst. Ja, am Kilometer 36 kommt Paradise von Coldplay, weil das haben sie in Wien im Zielbereich gespielt. Und ich glaube, jetzt wird Anna an Wien denken und dann mal alles aus sich herausholen. Paradise ist ein super Stichwort. An diesem 28. September ist das ultimative Marathonwetter, müssen wir auch sagen. Besseres Wetter kann es gar nicht geben. Wir haben keinen Wind, wir haben super Temperaturen. Also das müsste man sich immer wieder wünschen, wenn es das geben würde fürs Paradies. Ja genau, das muss man sich mal merken und dann Petrus jedes Mal schreiben. Alles klar. Da rechts wird nochmal auf die Uhr geschaut. Und Anna Hanna ist immer noch auf dem Weg zur persönlichen Bestleistung. Immer noch auf Position 8 bei den Frauen. Da hat sich ja durch den Vorstoß der 3 Äthiopierinnen im zweiten Teil der Strecke doch noch die Position deutlich verändert. Und vielleicht kann sie, so wie sie das in Wien bei ihrem ersten großen Erfolg auf der Marathondistanz, da hat sie gewonnen im April 2014, vielleicht kann sie sich jetzt noch weiter nach vorne orientieren und die Läuferinnen, die vor ihr zu hart angelaufen sind,
noch einsortieren, denn die Abstände zu den direkt vor ihr liegenden, die sind nicht allzu groß. Da hat die Anna durchaus noch eine Chance. Ganz vorne, das ist die Äthiopierin, die jetzt die Führung übernommen hat. Und Anna Hana versucht da, dem Hermann Achmüller weiter zu folgen, der für sie als Tempolokomotive jetzt im wahrsten Sinne des Wortes funktioniert. Ja, wir sehen das immer wieder, ein bisschen die Arme ausschütteln. Gibt es ja durchaus diese Situation, dass je müder man wird, man so ein bisschen anfängt, die Schultern hochzuziehen. Kann man mit so einem Arm ausschütteln wesentlich ein paar Meter mal wieder gegenwirken. Das macht die Anna jetzt hier. Ja, auch der linke Arm zieht immer weiter nach oben bei ihr, statt weiter nach vorne zu schwingen. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die dann einfach ein bisschen verloren gehen an der runden Laufposition, die sie noch vor 15 oder 20 Kilometern hatte. Ja, generell ist es natürlich schwierig, die Körperspannung und die Konzentration so lange zu halten. Und je mehr die Ermüdung da ist, umso schwieriger wird es. Aber immer noch top unterwegs, auch in Richtung persönliche Bestleistung, das muss man sagen, hat sie eine Minute Spiel. Ja, und wenn sich der ein oder andere fragt, wie kann man eigentlich so dermaßen durchtrainiert aussehen wie Anna Hana? Also erstmal muss man eine Menge laufen. Aber eine große Schwäche, wenn man das überhaupt so formulieren will, hat sie, sie isst für ihr Leben gern Schokolade. Ihr Glücklichmacher, wie sie sagt. Und bei so einem Stoffwechsel, wie sie das hat, macht das auch überhaupt nichts aus. Schafft sie sich die Energie heran. Ah, nochmal die Aufforderung da von Hermann Achmüller, bleib mal ruhig direkt hinter mir. Ich versuche dir jetzt die Linie zu ziehen. Eigentlich kann sie das ganz schnell. Hat sie ganz schlecht, hat sie uns erklärt, selbst im Training hinter Lisa herzulaufen, fällt ihr häufig wahnsinnig schwer, aber dem Hermann vertraut sie total. Der soll mal schön vor ihr laufen, kein Problem. Und er redet noch viel, ne? Der gute Mann. Wobei auch für ihn ist das ja natürlich auch absolut im Grenzbereich. Aber die Unterstützung ist für sie schon sicherlich optimal. Anna hat noch einige Kilometer vor sich. Das werden wir natürlich weiter intensiv verfolgen, ist ja klar. Und wir haben gesehen, der Mann, der vorne ins Ziel gestürmt ist, Dennis Kimetto, hat es tatsächlich geschafft. Nochmal Weltrekord in Berlin. 2014, der nächste Weltrekord insgesamt. Ist es der siebte, der hier auf dieser Strecke gelaufen wird. Unfassbar. Der Sieger jetzt bei Jesse Wellmer. Dennis, congratulations. You're the super champion of the day. Do you feel like one? I feel good, because I win this. And I beat the world record, also I am happy. Okay, ich habe ihn gefragt, er ist der neue Super Champion. Fühlt er sich auch so? Und er sagt ja, weil ich den, weil ich das Rennen gewonnen habe. It was the first time. Es war die erste Zeit unter 2 Stunden 3 Minuten. First time under 2 hours 3 minutes. When did you know you can make it? Wann haben Sie gewusst, dass Sie es schaffen können? So I make it good, because you are in that 5K you can push together at Manuel Bedai. Okay, also er hat unterwegs schon geahnt, dass er es schaffen kann. Sie sind lange Zeit mit Emmanuel Mutai gelaufen. Auch er ist Weltrekord gelaufen. Haben Sie einige Glückwünsche für ihn? You ran together with Emmanuel Mutai. He ran world record as well, but now it belongs to you. You have congrats for him. So, thank you. I'm happy. Er bedankt sich einfach, weil er sehr glücklich ist. Und wir bedanken uns auch. Thank you very much, Dennis Kimetto. Hat mir gesagt, dass es ein schüchterner junger Mann ist. Ja. Das verändert sich auch nicht, aber das muss man auch verstehen. Das ist halt eine so dermaßen andere Welt, wo der Mann herkommt. Und jetzt nimmt er da zwar professionell wirkend den Jubel entgegen, aber das ist natürlich trotzdem wie eine vollkommen fremde Welt.
Interviews zu geben nach so einem Erfolg, nach so einer Anstrengung? Ja, gerade was jetzt so auf ihn zukommt, sozusagen, da muss er natürlich sortiert werden auch und da muss er auch gut betreut werden von seinem Umfeld, von seinem Management. Tilfi Tsegaye, die Äthiopierin, die defensiv begonnen hat, aber mit einer sehr starken zweiten Hälfte hier auf dem Weg ist, diesen 41. Berlin-Marathon zu gewinnen. Da sind wir sehr gespannt, ob auch für sie diese Taktik aufgeht und wo dann Shalane Flanagan, die ein bisschen den Faden verloren hat, doch noch aufs Podium laufen kann. Die Zielzeiten, hier Streckenrekord zu laufen oder Landesrekord für die USA zu laufen, sind ein bisschen verloren gegangen. Sie haben das Tempo nicht halten können. Und wir sehen jetzt auch, dass der private Pacemaker hier, Gobena, für die Führende doch ganz schön Überzeugungsarbeit schon leisten muss. Und der offensichtlich auch an der Grenze laufenden Äthiopierin arbeiten muss. Aber da sieht man auch der Unterschied sozusagen bei einem gemischten Rennen, wo sich die Frauen unter die Männer mischen können. Sie haben ihre persönlichen Pacemaker bis zur Ziellinie. Das wäre jetzt in New York, in London nicht möglich. Und insofern ist es schon ein Unterschied, ein klarer Unterschied. Und es ist absolut eine Hilfe, dass da einer dabei ist. Da sieht man natürlich schon dann qualitativ, auch wenn die Frauen dann alleine laufen müssen bei Olympischen Spielen als Match Race, auch das ein völlig anderer Ausgang. Nichtsdestotrotz schmälert nicht die Leistung, nur zur Erklärung, dass es eben zwei unterschiedliche Rennen dann sind. Und vorne Tsegaye deutlich angefasst, aber natürlich auch noch deutlich schneller unterwegs als Anna Hana, die immer wieder versucht, ein Lächeln reinzuzaubern und versucht, die Tempolinie zu halten, die sie sich gesetzt hat, den nächsten Schritt zu machen, vielleicht unter 2 Stunden 27. Den hält sie. Also bis jetzt ist es wirklich so, dass sie absolut einen tollen Wettkampf hat und auch diese Aufgabe, auch mit dem öffentlichen Druck in Berlin, die Ansprüche wachsen, das merkt sie alles, löst sie hervorragend. Falk Schipinski auf dem Weg durchs Brandenburger Tor. Auch der hat sich durchgefightet. Es war so, wie wir gesagt haben, dann am Ende doch ein einsames Rennen. Da muss er dann alleine seines Weges gehen. Keine optimale Vorbereitung, aber an diesen Gesten sehen wir, der ist zufrieden. Sicher eines seiner besten Rennen von der Einteilung her, wenn man bedenkt, wie die Einbußen im Training im Frühjahr waren. Da hat er gar nicht daran geglaubt, überhaupt einen Marathon laufen zu können in diesem Jahr. Er wird 19. werden. Das ist eine respektable Leistung in diesem absoluten Weltklassefeld. Und er hat schön sich und seinen Fans gezeigt, ich bin auch da. Ich bin der schnellste Deutsche beim Berlin-Marathon. Und auch wenn es den kleinen Boxenstopp unterwegs gab, das kann er jetzt genießen. Das sind seine Meter, das sind seine Augenblicke. Falk Schipinski. (2:17:24) Mal zur Orientierung, die deutsche Jahresbestleistung gehalten von André Pollmecher, deutlich schneller. Das könnte nicht das Ziel sein von Falk Schipinski nach den schwierigen verletzungsbedingten Ausfällen im Frühjahr. Und dann sind wir auch schon bei der schnellsten Frau, die sich hier in Richtung Ziel auch durchkämpfen muss, Tilfi Tsegaye. Wobei, es sieht schon noch sehr rund aus bei der Dame und auch energisch, auch konzentriert, Druck nach vorne sozusagen. Tolles Rennen. Aber nicht weit entfernt, die Zweitplatzierte. Faise Tadese ist das, genau. Diesem leicht schaukelnden Laufstil. Die ja zusammen die erste Hälfte gelaufen sind und sich gemeinsam dann rangemacht haben, Shalane Flanagan zu überholen und hinter sich zu lassen. Ja, aber am Ende geht es eben doch darum, hier ein Rennen zu gewinnen. Das ist Leistungssport. Hier geht es nicht darum, ein Teamrennen zu absolvieren. Das ist einfach nicht das Ding. Hier denkt jeder dann nachher daran, sein Optimales rauszuholen, sein Rennen
so zu gestalten, dass man gewinnen kann oder eine Top-Platzierung erzielt. Ja, man unterstützt sich eine gewisse Zeit des Jahr, aber dann sucht jeder seine Entscheidung für sich. Natürlich ein tolles Gefühl, der durchs Brandenburger Tor. Auch für die internationalen Leute, die können das auch historisch immer noch sehr gut werden. Für uns 25 Jahre nach dem Mauerfall ja fast schon Normalität geworden. Das Brandenburger Tor immer noch eines, wenn nicht das Symbol der deutschen Wiedervereinigung, für jeden Touristen in der Stadt ein absolutes Muss. Das ist jetzt nicht die Frage, sondern das ist Tirfi Tsegaye, die hier die Frauenkonkurrenz nach einem taktisch cleveren Rennen und wie wir sehen hartem Fight auf den letzten Metern für sich entscheiden kann. Auch wenn dahinter ihre Landsfrau Tadese nochmal spurtet, aber der Abstand ist zu groß. Tsegaye strebt ihrem ersten Sieg in Berlin entgegen. Nach Platz 2 vor 2 Jahren schafft sie jetzt, das Ding hier zu gewinnen. Zeit knapp über 2 Stunden 20. Tirfi Tsegaye gewinnt bei den Frauen 2:20:18, die Zeit der Siegerin. Und auch hier der Abstand, jetzt Zweitplatzierte. Ja, einmal noch. Eine absolute Topzeit, Feyse Tadese. Und die können sich gleich über diesen gemeinsamen Parfumsritt auf der zweiten Streckenhälfte freuen. Tolle Bilder hier der beiden. Die Shelaine Flanagan, die hier als Dritte kommt, den Zahn gezogen haben auf der zweiten Streckenhälfte. Shelaine Flanagan aggressiv angefangen, alles versucht, alles draufgesetzt. Immer noch tolle Zeit. Läuft persönliche Bestzeit. Es ist nicht der US-Rekord geworden. Der Punkt in den Geschichtsbüchern, den hat sie hier leider verpasst. Aber ein mutiges Rennen, belohnt mit einer persönlichen Bestzeit und Rang 3 heute in Berlin. Ja, und dass es anstrengend ist, sieht man in diesen Bildern. Absolut, absolut. Die hat sich ja auch noch mal alles aus sich rausgeholt, nachdem sie hier, die beiden übrigens leben in einer Wohngemeinschaft zusammen, trainieren zusammen, Tadese und Tsegaye. Deshalb hat auch diese herzliche Umarmung weit über aus der gleichen Nation stammend hinaus, die gemeinsam den Weg Marathon in Berlin anzugehen gegangen sind und mit den Plätzen 1 und 2 belohnt werden. Ja, erstmal sitzen. Ne? Erstmal sitzen. Anna Hanna will Platz haben. Genau. Ja, weg. Irgendjemand ist im Weg. Womöglich unser Motorradfahrer. Ah, das ist das Motorrad des Weltbildes, denn unser Mann Jens-Jörg Krieg hält den Abstand des erfahrenen Reporters. Ich wusste ja, dass die ARD das alles richtig macht. Absolut. Was war da los, Jens-Jörg? Ja, es geht jetzt gerade für Anna um die Positionsverbesserung. Ines Melchior ist vor ihr und Hermann Achmüller ist ein Phänomen, wie der die hier pusht. Das ist wie so ein Animateur, wirklich auf den letzten Metern. Auch ihre Schwester sehen wir immer wieder mit der Faust in der Luft. Jetzt wird alles rausgeholt, aber auch von denen an ihrer Seite. Schauen Sie sich das an, diese Bilder auf den letzten Metern. Vorn wird schon gejubelt im Ziel, aber hier wird nochmal richtig gepowert. Ja, sehr schön zu sehen. Das ist genau die Situation, die Anna ja so liebt, die sie so absolut motiviert hat in Wien, als sie sich immer wieder an Läuferinnen rangezogen hat und dann in einem Schlussspurt noch eine führende Kenianerin überspurten konnte und ihren ersten großen Erfolg feierte, als sie in Wien auch ein Marathon aus der Gold-Label-Klasse, nicht aus der absoluten Elite der Marathonveranstaltungen, der Überholvergang. Jetzt ist sie auf Position 7 und Hermann Achmüller, der kriegt den Preis Motivator des Tages schon mal, ganz klar.
Man ist in einer guten Situation, jetzt, wenn man von hinten kommt, wenn man noch Kraft hat, wenn man noch Druck machen kann, wenn man die anderen Läuferinnen sieht, dann kann man sich da festbeißen, ransaugen, Plätze gut machen. Und das ist natürlich am Ende natürlich auch immer gut für die Endzeit sozusagen. Und da will ja die Anna auch den nächsten Schritt machen. Die ersten vier sind im Ziel. Bekele, die nächste Äthiopierin, hat auch das Ziel erreicht. Und auch für Anna heißt es, sie sieht das Tor schon. Da stehen natürlich jetzt schon sehr viele Fans. Da stehen dann nochmal Familienmitglieder, die die letzten Meter da weiter pushen. Aber Melchior, die sie da eben so leicht überlaufen hat, Ines Melchior aus Peru, die hält da jetzt auch Anschluss und versucht sich da nochmal dran zu hängen an Anna Hana. Und auf meiner Zwischenzeit, die Nächstplatzierte ist 30 Sekunden vorne, also das heißt schwierig ranzulaufen. Es wird also einen Zweikampf geben zwischen diesen zwei Damen. Und das, was für die Anna gilt, gilt natürlich auch für die Ines Melchior. Also auch sie hat die Orientierung Anna Hana. Auch sie kann sich an ihr ranziehen, aufziehen, aufrichten. Die beiden Topläuferinnen warten auf die nächstplatzierten Anna Hana. Aus der Nähe von Fulda stammen sie und ihre Schwester, strebt durchs Brandenburger Tor, strebt eine neue persönliche Bestleistung an. Und das muss doch klappen, das wird auch klappen. 2:27:55. Hier die Japanerin Fukushi, viel höher eingeschätzt als Anna Hana. Aber die Perspektive täuscht. Ja, die täuscht ein bisschen, aber die wurde ja auf erste 3-4 orientiert. Und deshalb die Leistungssteigerung von Anna Hana ganz eindeutig. Es wird in jedem Fall neue persönliche Bestleistung. Und das ist ein ganz starker Auftritt der jungen Hessin, die wir hier sehen. Und auch das schafft sie mit einem Lachen, den Schlussspurt gegen Melchior, die sie noch überlaufen hat. Es wird am Ende Rang 7 werden für Anna Hana, aber das ist fast Nebensache, denn entscheidend ist die Verbesserung, den nächsten Schritt gemacht zu haben. Das wird die erste Zeit unter der nächsten Grenze und das weiß sie. Es ist nicht nur eine Minute, es ist sogar ein bisschen mehr, die sie runterknabbert von ihrer persönlichen Bestleistung. Ein starkes Rennen, alles nochmal rausgedrückt. Nochmal hinten Leute eingesammelt und mit Küsschen ins Ziel. Bestleistung für Anna Hana. Über eine Minute, 10 Sekunden schneller. 2:26:45, wenn ich es richtig gesehen habe. Die exakte Zeit kriegen wir gleich. Tolles Rennen. Laufen ist schon schön, gell? Zuschauen auch. Zuschauen ja. Auch. Cool. Ein super Typ, der Hermann Achmüller, aber wirklich auch ein ganz starkes, sortiertes Rennen von Anna Hana. Glückwunsch! Tja, Dieter, weißt du, für mich ist dieses Lachen, ja, wenn die mit Lachen und mit Händen hoch hier reingestürmt kommen, das ist es doch. Ja? Und es ist egal, ob es die Anna ist, die hier ihre persönliche Bestleistung hier in Richtung Top-Niveau verschiebt oder ob es die Leute sind, die hier in 2 Stunden mit erhobenen Armen reinkommen. 2:26:44, die neue persönliche Bestleistung für Anna Hana. Und sie hat da jetzt einen größeren Schritt wieder nach vorne gemacht. Jedes Jahr ein Minütchen weiter. Und das hat sie heute in Berlin geschafft und gezeigt. Wirklich allergrößten Respekt. Und ich bin ganz sicher, dass irgendwo jetzt die Lisa gerade versucht, hektisch ihr Fahrrad anzuschließen und so schnell wie möglich dahin zu kommen zu der Anna. Was schwierig ist. Was ist schwierig ist. Es ist nicht so einfach. Ja, das Ganze hier doch ziemlich eingezäunt. Die Zuschauer stehen zwar nah dran, aber von außen mit dem Fahrrad hierher zu kommen, das ist nicht so einfach. Und immer wieder jubeln
für die Fotos auf den Zeitungen und den Portalen, denn die Nachricht vom Weltrekord von Dennis Kimetto und von der neuen persönlichen Bestleistung von Anna Hana, die macht sehr, sehr schnell die Runde um die Welt. Das ist Thomas Dold, Ihr persönlicher Betreuer. Ein Blick zurück ins Feld. Ja, auch da heißt es nachher ein bisschen ausdehnen, ein bisschen fest geworden der Rücken. Das passiert schon mal, ja. Also ich glaube, wenn man so ausstrecken will, bleiben, ja? Also damit seine Freunde, gemach, gemach. Also gut, jeder hat seine eigene Therapie. Ne? Ja, du bist aber auch schon im Bereich der älteren Herrschaften unterwegs. Ist das eine junge, aufstrebende Läuferin, die wir da sehen? Jetzt hören wir erstmal Falk Schipinski nach seinem Zieleinlauf bei Jessie Wellmann. 2:17:29. Herzlichen Glückwunsch zu der Zeit. Gesamt 19. Ziel erreicht, soll erreicht, Falk? Ja, man muss sehen, wo man herkommt. Ich hatte ziemlich viele Verletzungen in diesem Jahr. Konnte vielleicht so 10, 12 Wochen am Stück trainieren und habe mich bis hierhin durchgekämpft. Und dann kann man auch damit zufrieden sein. Sie sind lange Zeit ein einsames Rennen gelaufen, gerade zum Schluss. War es ein Kampf oder wie sehr war es ein Kampf? Ja, war schon ein ganz schöner Kampf. Ich habe so bis zur Hälfte das relativ kontrolliert halten können. Aber wenn man weniger Kilometer schafft, dann merkt man das hinten raus. Der Marathon lügt halt nicht und bis zur Hälfte ist das immer kein Problem. Da wird es schon schwer und gerade wenn dann vor einem und hinter einem wenig ist, dann bleibt doch Zeit liegen. Aber ich muss sagen, die Zeit, ich war zuletzt ja schneller, aber mit den Umständen, wenn ich da mal vor 8 Wochen gucke, da hätte ich fast das Handtuch in die Ecke geschmissen. Da bin ich heute damit zufrieden. Und inwiefern ist das ein Zeichen, ich bin noch da? Falk Schipinski ist noch da? Ja gut, ich meine für die 10 Wochen, also die 2:17, die klingt jetzt nach nicht viel, aber für die 10 Wochen war es für mich okay. Ich mache jetzt nicht viel Pause, hatte ich durch die Verletzungen in diesem Jahr genug und möchte im nächsten Jahr angreifen. Da möchte ich gerne mal Bestzeit laufen. Das hören die Fans gerne. Vielen Dank. Gerne. Ja, und einen großen Marathon haben wir dann ja noch. Da geht dann Arne Gabius an den Start in Frankfurt Ende Oktober. Aber der Berlin-Marathon hat mal wieder eine neue Dimension aufgestoßen mit dem neuen Weltrekord von Dennis Kimetto. Unfassbar die Zeit. Und da haben wir sie jetzt. Da ist die Lisa endlich bei Anna angelangt. Und auch die Lisa plant noch ein Rennen in Frankfurt. Da gibt es noch ein paar Dinge zu klären, aber da hoffen wir doch, dass das noch zustande kommt. Gemeinsam haben sie hier den Weg bestritten, die eine auf dem Fahrrad, die andere laufend. Und so langsam aber sicher wird das Plätschern größer in Richtung Ziel. Die Hana Sisters, gleich sind sie bereit zum Interview. Das Ganze noch mal kurz sortiert und dann ist Jessie Wellmann mit den beiden dran. Okay, und hier sind sie, die Hana-Schwestern, Lisa und Anna. Und sie lächeln noch, als wäre überhaupt nichts passiert. Sie haben auch die ganze Zeit während des Lächelns immer, während des Rennens immer alles weggelächelt. Ja, und mein Pacemaker, der Hermann, der war so cool, hat immer gerufen, Anna, lächeln, genau, es macht Spaß, ne, komm, wir machen hier, feiern hier die 42 Kilometer und wir hatten echt so viel Spaß an der Strecke und die Stimmung, die war unglaublich, die Zuschauer, also als überall Go Anna gerufen worden wurde, das war phänomenal, also ich hatte das Gefühl, ich bin nicht nur für mich gelaufen, ich bin also für all die Leute, die hier zum Teil haben mir geschrieben, die extra angereist sind nach Berlin, um mich laufen zu sehen. Und da habe ich denen schon versprochen, ey Leute, ich gebe alles. Ich will hier so eine tolle Leistung zeigen. Und ich bin so froh, dass es so gut geklappt hat. Sie sind persönliche Bestzeit gelaufen. Wann hat die Schwester gewusst, dass sie es packen kann? Sie haben sie ja begleitet. Ja, ich habe immer im Kopf zurückgerechnet und umgerechnet. Und ich habe gemerkt, die lagen bei Halbmarathon, ich glaube, 4 Sekunden oder so drunter, dass es unter 2:27 schon geht. Also da war schon klar, dass die Bestzeit fallen wird. Und dass jetzt in 2:46, das ist unglaublich. Ich bin tief beeindruckt und mega stolz. Sie gehören jetzt beide doch zu den Neuentdeckungen im deutschen Marathonsport. Bei den Frauen können wir uns dann darauf freuen, dass wir beide im nächsten Jahr in Berlin begrüßen können? Also ich kann sagen, Berlin ist sensationell. Also es macht so Spaß hier zu laufen. Und ich habe mir eine Sachertorte erlaufen, weil die Wette war, wenn ich Bestzeit laufe, kriege ich eine eigene Sachertorte gebacken. Und? Schoko-Fan, ja? Ja, durch und durch. Gut, dann viel Spaß beim Sachertorte-Essen, viel Spaß noch in Berlin. Noch einen kleinen Plan? Zeitziehen? War ja eigentlich schon. Feiern, Party, feiern. Party. Es wird gefeiert bis morgen früh.
Also die Beine werden heute ausgetanzt. Ja. Als wären sie nicht schon ausgetanzt. Vielen Dank, viel Spaß. Dankeschön. In Berlin gibt es eine jubelnde Anna Hanna. Das Tänzchen auf der Straße hat sie wirklich mit Bravour absolviert. Ein sonniger Tag mit zwei glücklichen Strahlefrauen, Anna und Lisa Hanna. Tja, da freuen wir uns auf die nächsten großen Abenteuer mit Anna und Lisa und Jan Fitschen. Den hatten wir ja zwischenzeitlich mal in der Masse unterwegs, der vielen Hobbyläufer. Und Jan, du hast eine kleine Abkürzung bis Halbmarathon genommen. Dein Eindruck zum Rennen in der Masse der Läufer. Und wie viel kriegt man denn jetzt mit da von den Topläufern, die vorne Weltrekord gelaufen sind? Von den Topläufern kriegt man in der Tat überhaupt nichts mit. Also man ist natürlich total überwältigt hier von dem, was abgeht. Es kommt ein Läufer nach dem anderen vorbei. Auch jetzt stehe ich hier schon eine Weile am Halbmarathon. Und es kommen immer wieder Leute vorbeigerannt, strahlen, jubeln. Die meisten natürlich immer noch sehr konzentriert, denn von hier ist es verdammt weit. Ich war zum Glück jetzt ein bisschen hier und habe mir gerade in der Pommesbude dann den Weltrekord angeschaut. Da hing nämlich ein schöner Fernseher. Das war auch mal sehr ungewohnt für mich. Aber genial, was da wieder abgegangen ist gerade. Und auch mit Lisa und Anna gerade wieder die Bilder habe ich noch gesehen. Total toll, das wieder miterleben zu dürfen. Und ansonsten, klar, auf der Strecke, wenn man hier in dem Tempo, das jetzt hinter mir gerade stattfindet, mitrennt, kriegt man doch deutlich mehr mit von Berlin, als ich das in, ja, vor allem vor 2 Jahren hier mitbekommen habe. Also es ist ein ganz anderes Laufen auf jeden Fall. Ja, du hast ein Stückchen die U-Bahn benutzt, um jetzt da zu dieser Position zu kommen. Verändert sich dann halt auch nochmal das Läuferfeld, wenn man an einem anderen Punkt, in einer anderen Leistungsklasse unterwegs ist plötzlich? Ja, also man sieht schon deutlich, dass der Schritt dann einfach anders ist von den Leuten, die hier unterwegs sind. Also dadurch, dass wir im Prinzip fast 10 Kilometer dann abgekürzt haben, waren wir plötzlich bei einer viel schnelleren Gruppe. Und das sieht man schon, ne? Dass dann einfach der Laufstil anders ist, dass die Leute auch wirklich noch ein bisschen konzentrierter sind. Jetzt ist schon wieder eher der Bereich, wo ich am Anfang gestartet bin. Da sind die Leute ein bisschen lockerer unterwegs, ja, das sehen wir hier gerade. Das macht natürlich keiner, der im letzten Endes dann vorhat, irgendwie unter 3 Stunden zu laufen oder ähnliches. Da ist man doch schon deutlich auch ein bisschen sturer unterwegs dann. Also im relaxten Teil des Marathons unterwegs. Jan Fitschen, gibt es schon einen Plan, Jan, über den heutigen Tag hinaus, wo es lauftechnisch hingeht in Zukunft? Ja, der Plan ist natürlich, möglichst schnell wieder gesund zu sein, gesund zu werden. Wie lange das wirklich jetzt noch dauert, kann ich leider nicht so genau sagen. Ich hoffe, dass ich im nächsten Frühjahr dann wieder dabei bin. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Spaß, Inspiration auf der Strecke mit Läufern und Zuschauern und vielen Dank für die Eindrücke, die wir so bis jetzt noch nicht gewinnen konnten. Und wenn wir eben bei den Perspektivläuferinnen Anna und Lisa Hanna waren, dann sind wir gleich bei einer Läuferin, die hier schon ganz große Rennen abgeliefert hat und die am Schlusspunkt ihrer Karriere steht. Irina Mikitenko bei Jesse Wehrmann. Und Irina Mikitenko ist bei mir, sind sehr bekannt in Berlin. Sie haben gerade eben mitverfolgt, wie Dennis Kimetto den Weltrekord gelaufen ist. Wie haben Sie es erlebt? Das ist unglaublich. Die Zeiten, dass die Jungs heute vorgestellt haben, das läuft man nicht jeden Tag. Aber dass sie sind gegenseitig so hoch getrieben sind und beide so tolle Zeit, beide noch unter Weltrekord geblieben, das ist einfach fantastisch. Das ist ein bisschen schade für den Emmanuel Mutai. Dass ihm jetzt gar nichts gehört. Auf jeden Fall. Aber im Herzen ist es auch ein Weltrekord. Alle. Sie haben große Erfolge hier in Berlin gefeiert, haben 2008 den Marathon gewonnen als schnellste Frau. Sie haben letztes Jahr hier 2013 noch einen Ü40-Rekord aufgestellt. Wie schwer fällt es hier einfach nur zuzugucken? Es ist schwer. Es sind schon ein paar Tränchen gelaufen. Einfach dabei zu sein ist schwer, aber es ist halt so, dass Leistungssport für mich bedeutet nicht nur dabei zu sein, sondern Leistung zu steigern. Und heute ist es nicht mehr möglich gewesen. Aber wir können oder dürfen darauf hoffen, dass wir Sie nächstes Jahr nochmal sehen? Wie gesagt, ich möchte heute 25 Jahre Leistungssportgeschichte beenden, schöne Geschichte beenden und sagen, ich verabschiede mich. Es ist nicht leicht,
Aber wie gesagt, Leistungssport bedeutet, Leistung zu steigern. Und jetzt merke ich, dass es nicht mit mehr möglich ist. Aber ich bleibe sporttreu und mache auf jeden Fall weiter. Dann danken wir für 25 Jahre Leistungssport von Irina Miketenko für große Erfolge hier beim Berlin-Marathon. Und wir wünschen uns, Sie hier im nächsten Jahr trotzdem wiederzusehen, auch wenn nur als Zuschauerin. Vielen Dank, Irina. Dankeschön. Ja, ein Abschied mit Tränen ist es dann am Ende von Irina Miketenko, die hier den Schlusspunkt unter ihre Karriere zieht, die hier große Rennen geliefert hat. Wir haben ein überragendes Rennen der Männer gesehen mit einem neuen Weltrekord, 2 Stunden, 2 Minuten 57 durch Dennis Kimetto. Eine Siegerin bei den Frauen, die die zweite Hälfte toll gelaufen ist. Persönliche Bestleistung von Anna Hahner als siebte. Fazit unten drunter, Dieter. Ja, um das Bild aufzugreifen, die eine große Dame tritt ab, Irina Miketenko, ich ziehe den Hut, eine große Athletin. Und vielleicht haben wir heute eine große Athletin auf die Showbühne treten sehen, nämlich Anna Hahner mit dieser Zeit unter 2,27. Da ist man dann schon bei der Musik, da wird es ganz, ganz heiß. Und so wie die zwei wirklich gestrickt sind, die Lisa ist ja nur unwesentlich schwächer, können wir da sehr, sehr viel erwarten. Und insofern große Leistung hier im Frauenbereich aus deutscher Sicht und natürlich historisch aus dem Männerbereich. Absoluter Wahnsinn. Und vielleicht noch ein Blick, ein Satz zu dir, lieber Ralf. Du bist der bessere Experte von uns zweien. Heißt also dann, nächstes Jahr mache ich Kommentator und du Experte. Das können wir so stehen lassen. Ein fantastisches Rennen, ein sensationelles Erlebnis in Berlin. Es ist und bleibt die schnellste Strecke der Welt. Okay, die Topläufer sind durch, liebe Zuschauer. Der Berlin-Marathon geht langsam zu Ende im ersten. Aber es gibt noch Live-Sport. 13.15 Uhr DTM. Und hier Metropole, 40.000 sind hier durch die Großstadt gejagt. Ich kann mir vorstellen, dass es in den Niederlanden, in Zandvoort, etwas ruhiger zugeht heute Nachmittag. Klaus Lufen? Also die Hauptstadt steht Kopf, aber hier in Zandvoort...